Gerhard. Ja. Bist du bereit? Es geht los. Es geht los im Jakobsweg. Hast du die Rosenkranz dabei? Alles da. Alles dabei. Alles fertig. Schon gut. Geübt, alles fertig. Dann auf geht's. Wie viele Kilometer haben wir denn eigentlich vor uns? Ich glaube da drauf. 1687 Kilometer. Naja, das wird dunkel. Das wird dunkel. Okay. Wir hauen ab. Tschüss. Gerhard. Pünktlich zum Sonnenaufgang sind wir von der Autobahn abgefahren. Ja. Geil. Wollen wir mal gucken. Nach Somport. Also wir sind heute Morgen beim französischen Bäcker. Da gibt es mal allerhand Leckerheiten. Das sieht richtig gut aus hier. Die haben ja schöne Sachen, ne? Mhm. Wir haben jetzt hier was genommen. Das sieht richtig gut aus. Wie gesagt, wir sind jetzt hier erstmal bei einem Bäcker. Der ist zu empfehlen. Ah, der Kaffee kommt. Ja, das sind auch 130. Gerhard, wir sind jetzt in Spanien. Wir haben es geschafft, wir haben jetzt noch ein paar Meter. Da oben ist der Anfang. Da gehen wir jetzt hin. Es ist aber kein Mensch da. Ja, mal gucken. Ich gucke erst mal. Das soll der Jakob sein. Guck, oben hängt die Muschel am Stab. Das ist so eine Statue. Gut. Aber da oben gehen wir jetzt hin. Da oben ist das Kreuz, das ist der Anfang. Gerhard, ich bin außer Atem. Ja, wegen was? Ja, ich war gleich da hoch. Ach ja, das waren 5 Meter. Also, der gibt immer an. Wir sind jetzt bei der Heiligen Mutter Gottes, bei der Santa Maria. Junge, Junge, Junge. Es ist nicht einfach. So, hier ist der Anfang. Das zeige ich jetzt auch noch. Da steht's. Santa Maria in Somport. Jesus Christus. Da ohne Fahr- und Motorradfahrer rum. So, sehr schöne Berge. Machen wir mal so einen Blick. Ei, es ist schon schön. Hä? So pilgert man nicht, das sag ich doch. Zieh die Stiefel an. Hier ist das Schild. 1640 Meter sind wir hoch. Weiß Bescheid. Es ist einfach gigantisch, dieser Ausblick. Die spanische Polizei durch natürlich nicht fotografieren, aber wir sind hier bei der Garda Civil. Stempel haben wir schon. Der erste Stempel ist Garda Civil Spanien. Ein Traum. Das ist das Haus hier. Huesa. Da ist es. Das heißt auch das verlassene Dorf. So, wir suchen jetzt die Türme, wo die Sündiger da aufstellen. Das müsste, glaube ich, da runtergehen. Jetzt gehen wir da mal hin. So, die erste Treppenstufe haben wir schon genommen. Oh, hier, hey. Gar nichts. Ich film. Gerhard, hier ist es. Hier geht's los. Ach, du Füße runter! Hältst du sie? Au! Oh. Ei. Halt sie gerade! Oh. Mein Gott, beinahe noch umgeschmissen. Ja, hier ist es. Das ist doch die Fahrt wert, ne? Ja. Hier stehen die Türmchen der Ungläubigen. Wie beim der Schrumpf. Sünder. Hä? Wie beim Schrumpf. Wie beim Schrumpf. Guck hier, was der da hier für Burg gebaut hat, der muss ganz schöne viele Sünden begangen haben. Oh, ich ziehe erst mal den Helm ab. Schon wieder Abenteuerreise, es geht schon wieder los. Du willst kein Türmchen bauen? Ich baue keins. Der Rosenkranz hast du jetzt auch nicht einstecken. Ja, du
Das ist ein Kauz, weißt du? Ich sag extra Rosenkranz und tu der Enthaltsamkeit und dann baut er kein Türmchen und hat keine Rosenkranz dabei. Ich werd mir verrückt, vielleicht dann heute Abend. Was? Ach, jetzt baust du doch. Ja, da musst du dir aber auch was geistig da irgendwie in deinen Kopf lenken. Ich baue mir jetzt auch eins. Guck mal, wie schön, ne? Also ich muss jetzt mal, ich meine, ist ja alles so ein Show, was wir jetzt hier machen, aber es ist wirklich so, dass hier, ich habe der Jakobsweg schon ein paar Mal gemacht, dass an dem Ort hier die meisten Türmchen stehen. Also ich habe jetzt noch keinen gefunden, wo es mehr war. Jetzt ist nicht übertreibe, dann machen wir halt weiter, weil weg ist das Ziel. Da habe ich es doch nicht mal angehabt. Das hatte mir gerade eine Gefahrenstelle, ich hatte es ausgehabt. Ja. Aber das ist ein richtig schöner Weg. Ich mache erstmal kurz aus. Warte mal, Füße runter. Ups. So, da geht's berg hoch. Das sieht nicht so gefährlich aus, ist aber gefährlich. Ich mache mal aus. So, hier haben wir noch so einen Fluss. Viel Wasser ist nicht drin. Na gut. Ob wir da unten irgendwie hinkommen. Ich weiß nicht, dass der See. Ich war schon dort. Ich weiß aber nicht, wie ich hingekommen bin. Wahrscheinlich mit Hardcore-Enduros. Ich krieg. Über so einen Acker kann ich nicht fahren. Boss, du scheust? Ich scheue nicht, aber über so einen Acker will ich nicht fahren. Ich fahre aber keine Äcker. Nicht. Gut. Wenn das so weitergeht, schon am ersten Tag, dass du gewählt bist, als diese Hetzerei. Ach, du kriegst schon. Mach dir mal keinen Kopf. Das wollen wir erstmal hier filmen. Guck mal, wie schön. Diese alten Ruinen. Ein Traum. Zug dich nicht alles nicht. Hast nur Durst im Kopf. Wir sind in Ruesta. Ja, das sieht schon. Alles cool. Der Weg ist steinig. So, wir sind hier, wie gesagt, an der Stempelstelle, ist keiner aktuell da. Wollen wir mal suchen. Guck hier, bevor er guckt, hängt er schon Otro an. Los. Das sind immer sehr besser als Leute. Heiß gekühlt. Mit Schaum. Schmeckt ihr das? Ja. Sehr gut. Schmeckt ihr, gut. Und das ist die Wertin deine. Cool. Also es gibt jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Weil wir können hier nicht übernachten. Ganz blöd. Aber wir haben schon eine Alternative. Aber wir können hier essen. Und das machen wir jetzt. Und Bier trinken können wir auch. Das ist gar kein Problem. Das ist alkoholfreies Bier. Das ist alkoholfreies Bier, Leute. Ne? Nur mal so. Das wisst ihr. Das oh, es ist. Da verstellt sich so die Kamera hier. Jedes Mal, wenn ich lüge, du. Da passiert irgendwas. Ich darf nicht lügen. Ich weiß, ich bin ja auch. Hier. Wir sind auf dem Weg. Das ist Jakobus. Wir werden auch uns jetzt abgewöhnen, zu schmunzeln oder zu lügen. Wir werden jetzt nur noch. Hörst du? Ich habe jetzt nicht verstanden. Es wird nichts mehr so übertrieben. Es wird einfach. Das ist der erste Halbglas Bier und jetzt schwarze schon so ein Blödsinn. Nein, ich meine das ernst. Wir sind ja auf einer Mission. Ne? Es ist nur schade, dass wir hier nicht übernachten können. Das geht mir schon. Das regt mich schon ein bisschen auf. Ich will hier noch mal oben die alte Hütte da fotografieren. Das ist hier schon echt geil. Die haben auch eine geile Bar. Hier abends war das immer hier schön. Ne? Aber jetzt kriegen wir erstmal Essen.
Ja, das ist der Nudelsalat. Eins. Ja. Nee, Bier. Cerveza. Ja. Wir haben es gepackt. Wir haben es gepackt. Gerade mal hier Filme. Das ist er. Das erste Mal. Da ist er, der Jakob. Und jetzt laufen wir dann in unsere Zimmer rein. Die Dame hat uns gerettet. Cool. Du hast doch gerade angerufen, hast Tina gesagt, dass hier lauter hübsche Mädchen sind. Über 70. Tina, ich will das zeigen. Das sind die Mädchen dahinter. Ja? Ein Traum. Ja, da kann man sich doch mit verlieben. Sie gucken uns auch verliebt an. Und das ist hier der Dorfplatz. Und dahinter, in der Straße, wo der Sperrschild steht, ganz hinten am Ende links ist die Herberge. 5 €. Perfekt. Ja, wir haben ja viele positive Seiten heute gehabt, ne? Mhm. Das ging ja, wir haben auch negative Seiten gehabt. Ich fange mal gestern an. Gestern hat er mich verkehrt navigiert. Wir haben jedenfalls 100 Kilometer mehr gefahren wie normal. Na gut, aber wir sind trotzdem durch schöne Landschaften gefahren. Das war alles noch Deutschland. Aber egal, das war gestern. Wann sind wir heute eigentlich angekommen in Spanien? Ja, es war ungefähr, sagen wir mal so, ungefähr 11 Uhr heute Morgen. Und wir sind gestern gestartet um 16 Uhr circa. Nur noch mal eins. Ich habe ihm heute Nacht das Auto übergeben, da waren noch 7 Stunden Restfahrzeit. Also mir hätte um 7 Uhr da sein müssen heute Morgen. Wo ich mich wieder reingesetzt habe und ich weitergefahren bin, waren es auf einmal 8 Stunden. So, jetzt. Wer hat jetzt falsch gefahren? Leute, er hat es ja mitgekriegt, weil er nämlich neben mir gesessen hat und hat geschnarcht. Und da habe ich gedacht, wenn der schnarchen kann ich das auch machen. Da habe ich mich auch mal hingelegt, hat aber nicht gemerkt. Das so im Nachhinein. Aber das war ja noch nicht alles. Na, in Ruesta, das habt ihr gesehen, da waren wir ja heute. Da wollten wir eigentlich auch übernachten. Das war ganz fest im Programm, weil das ist nämlich richtig gut. Aber die haben eine Familienfeier, gell, wie war's? Ja. Ja. Und da war dann für uns zwei kein Platz mehr. Er hat zwar noch versucht, sie zu überreden, dass er zu der Familie gehört, aber da hat sie nur gelacht. Gut. Und jetzt sind wir halt hier. Das habe ich eben gerade beschrieben. Mich hätte sie vielleicht fragen lassen. Was? Ich will jetzt hier öffentlich nicht irgendwie was sagen. Ich mache dann die Kamera aus, da kriegst du das erste Mal was gesagt. Gut, aus. Gestern habe ich mich vertan. Also wir sind in St. Gösa, nicht in Saarbrücken, muss ich sagen. Wie gesagt, Kaffee, hier ist ein World Spektakel, morgen sind wir in dem Restaurant. Hier stehen wir Spezialmaschine drin. Das ist eine Enzo Max. Kennst du den Renault noch, Gerhard? Ja. Alter Renault, ah, es spiegelt. Was haben wir hier noch alles? Ah, ein Moped. Das ist ja auch noch. Guck mal hier, was ist ein riesen Fiat. Ein riesen Fiat. Und eine Bulldago. Geil. Ja, es spiegelt halt hier, das ist halt scheiße. Moto Guzzi, Leute. Ein Zweitakter. Seht ihr das? Da steht's. Moto Guzzi Hispania. Da hinten fahren wir jetzt lang. So. Die BMW hinter mir, die hat die ersten Hürden geschafft. Das wird schon sehr spannend mit dem Ding. Ich kann nur so breite Wege fahren mit dem. Weil der Eisenhaufen, der ist überhaupt nicht geländetauglich. Ja, jedenfalls. Fahren wir jetzt hier erst einmal, hier ist der Pfeil, den Jakobsweg entlang. Es ist schon 9 Jahre her, wo ich hier das letzte Mal durch bin. Aber so sieht das hier aus. Okay. So langsam wird es doch mit dir. Ja, muss mich erst so gewöhnen. Muss ich noch so gewöhnen. Wir müssen ja mal Luft ablassen. 2,6 ist viel zu viel.
Dann mache ich hier mal eine Landschaftsaufnahme. Die BRW, die kocht schon, ne? Hier ist es so schön. Es wird noch schöner. Aber ich kann ja mit dem Eisenhaufen nicht alles machen. Gut. Der Weg, den kenne ich noch. Da waren immer Löcher drin und wenn es geregnet hat, hier war es ja schon nass, ein Knatsch. Das war schlecht für die Fahrradfahrer. Den haben sie jetzt extra für Fahrradfahrer und BMW-Fahrer neu gemacht. Ich will das aber zeigen. Guck mal hier, das sind jetzt alles Platten. Hier, dahinter geht's hoch. Das geht jetzt Kilometer weiter so. Da kannst du mit deiner BMW schön fahren. Und immer hier ist das Zeichen, immer dem Zeichen nach. Wenn du dem Zeichen nach wärst, machst du nichts verkehrt. Ja. Gut, hier kannst du auch deine Trinkwasserflasche auffüllen. Das ist Wasser naturell. Und hier oben steht es auch nach Santiago. Brauchst du Pause oder geht's weiter? Eine Sekunde. Eine Sekunde. Die Jacke wird ausgezogen. Geile Landschaft wie üblich. Den Eisenhaufen ist das hier alles gar nicht so einfach. Hier, das sieht jetzt alles gar nicht so schlimm aus, ne? Ist aber schlimm. Okay. Dramen, sage ich euch. Total nass geschwitzt, heute Morgen schon. Oh. Eieiei. Ist noch nicht in Sicht. Es geht hier alles so weiter. Will ich doch. Oh, Scheiße. Oh. Ist ja jetzt so schlimm, ich hab da die Lichter über Kopf. Das geht ja noch. Endlich wieder mal ein Zeichen. Oh, wir sind auch richtig. Ja, kommt hin, ja? Ja, okay. Ja, hoch! Geht. Nein! Hier hoch! Ja! Auf geht's! Gib der BMW die Sporen. Ich bin auch oben. Ja, sie kommt. Sie hat's geschafft. Yes! Yes! Du hast einen roten Kopf. Komm hier, ein Kollege von dir, wie der über die Straße prügelt. Ja. Das war einmalig. Das ist heute eigentlich Tag 2. Na gut, ich mache jetzt keinen dummen Spruch. Ich hab's auch nicht gewollt so. Gut, aus. So, das ist jetzt hier die Kirche von Monreal. Da ist aber auch wieder abgeschlossen, da kommen wir auch wieder nicht rein. Und jetzt wollen wir hier wollen wir eigentlich Mittag machen, wenn die Kneipe auf ist. Aber es sieht alles irgendwie so aus. Das ist jedenfalls das Restaurant. Cool. So, wir sind jetzt in der Kneipe, wo man normal wirklich sehr gut essen kann. Aber ich sehe gerade auf die Uhrzeit, wir sind zu früh. Wir haben 11:45. Gibt erst um 2 Uhr her. Aber ich will hier trotzdem noch mal fotografieren. Das sind auch Fußballfans. Hier sind richtige Pokale. Hier, hast du mal geguckt, wie viele Pokale die haben? Die Kamera ging gerade aus. Der Gerd sagt, es ist alles egal. Ihn interessiert momentan nix. Fix und Foxy. Weil geschwitzt ist er immer noch. Sehe ich oben, guck, da oben, Leute. Egal. Auf jeden Fall, das sind Fußballfans. Das. Hier, mal gucken, was da draufsteht. Seht das? Kann das lesen? Ich habe ja keine Ahnung vom Fußball. Auf jeden Fall bla bla bla, ganz viel. Und was hier auch immer läuft, der Fernseher. So, jetzt fotografiere ich nochmal die Bahn und gehe auch nochmal raus und nur über den Dächern fotografieren. Jedenfalls 11:45. Hier draußen im Balkon, da kann man auch mal Zigarette rauchen. Weil ich bin ja topfit, ich kann ja rauchen. Der andere, der ist ja kurz vorm Zusammenbrechen. Na, das ist doch geil hier. Da hinten, die Wälder. Die Berge, da komme ich normal mit der Hardcore-Enduro entlang. Aber der Gerhard ist ja mit dem BMW GS-Apparat unterwegs, das kannst du ja da pfeifen rauchen, das Ding. Der sitzt eben gerade, ist total nass geschwitzt, will seine Ruhe haben, tut gerade mit dem Täter telefonieren.
Der Peter ist auch schon mal den Jakobsweg mit mir gefahren. Der hat zu ihm im Vorfeld gesagt, er soll mir nicht überall nachfahren. Ebe ruft dann an und erklärt ihm gerade, dass er jetzt nicht mehr überall hinter mir herfährt. Das sind Kerle. Weiß der Kuckuck. Auf jeden Fall, hier ist geil. Mir gefällt's. Mir gefällt das. Warte. Ja, ich warte. Ja, du wartest. Das weiß okay. Hier, Leute, ich sage euch eins. Ob ich mit dem noch einmal fahre, weiß ich nicht. Wir sind jetzt, wie viele Tage sind das? Der zweite? Ja, erste. Aufgeregt. Nicht aufgeregt, ich kann nicht stundenlang gesetzt. Doch. Heute Abend. Sitze, ja. Cervezas trinke, abends ein bisschen 7. Wasser dabei. Sitze, haben wir sogar das Wasser vergessen. Abends um 7 Uhr werden wir ins Bett. Ja, um 10. Um 10 Uhr sind die Herbergen abgeschlossen, da müssen wir im Bett liegen. Das ist ganz sicher. Aber jetzt auch wieder hier das Mittagessen verpasst, weil du nicht abwarten kannst. Um 2 Uhr ist hier erst Jessa. Wir haben jetzt, was haben wir denn, was weiß ich? Halb eins so durch. Ja. Viel zu schnell. Und dann, na gut. Auf jeden Fall, wir sind hier immer noch in Montreal, glaube ich, so heißt es. Ne? Okay. Montreal. Ja, alles egal. Jetzt ist der so gestresst, jetzt müssen wir gleich wieder weiterfahren. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen chillen. Und ich sag dir eins, am Ende des Tages, am Ende der 14 Tage, werde ich dich ruhig kriegen. Ich jage dich nochmal so richtig in die Scheiße mit deinem Bock da. Und dann wollen wir mal gucken, ob der nicht müde wird. Ich guck genau, wo ich hinfahre. Du guckst, du siehst gar nicht. Den kriege ich noch dran. So. Hier ist wieder ein Wegweiser. Wir fahren jetzt nach Punta della Reina. Über die Staubwege. Und das ist eine Kapelle oder eine Kirche. Ich mache jetzt hier erstmal durch. Hier, Punta della Reina ist mein Ziel. Mhm. Dann machen wir eine Stadtbesichtigung, die dauert länger und dann werden wir vielleicht da übernachten. Wir haben ja noch früh, weil der ist ja so aufgeregt, der BMW-Fahrer. Gott. Gerhard kann sich getrauen, es ist wirklich ungefährlich, glaub mir. Weiß ich genau. Gerhard traut mir nicht mehr so ganz. So, es geht jetzt hier durch. Ist aber nicht gefährlich, nur mal so, es sieht echt nur so aus. Ist schön geschützt, hier schattig. Ja. Es ist wirklich nichts Gefährliches, weil er hatte mich eben gerade scheuen wollen. Es ist halt einfach so ein Singleweg, der geht schön gemütlich hier durch. Hopp, alles gut. Das war doch jetzt Kindergeburtstag. Jetzt gehen wir mal, gucken wir mal, ob es hier was zu sehen gibt. Ob die Kirche auf ist. Da werden wir jetzt erstmal hier reingehen. Ich gehe mal davon aus, dass das da vorne noch eine Herberge ist. Bin mir aber nicht sicher, weil der Pilgerer kommt da gerade raus. Mal gucken, wie das hier abgeht. Und da oben, seht ihr, da sind die Berge mit Windmühlen. Er holt jetzt da vorne Stempel. Er sagte, wenn wir hier reingehen wolle, wird 2 Euro kosten. Das ist natürlich für die Füße. Das mache ich nicht, weil ich war ja schon mal drin. Da gibt es nichts Besonderes, da ist der Eingang. Hast du Stempel gekriegt? Gut. Ja. Ist das der blasse Stempel hier, oder? Ja, die wollte mit aller Gewalt einen Kuss, ich habe ihr keiner gegeben. Die wollte ich küssen? Ja, jetzt setzt er hin und schreit. Ach, du großer Gott. Und jetzt gehst du mal rein. Na gut, probiere ich. Ich habe ja den Singlefahrt, wo es eben durch den Wald geht, nur so ein bisschen gefilmt. Ich habe es ja nicht wirklich gefilmt. Aber da waren wirklich keine Schmerzen drin, wo deine BMW nicht durchkommt. Es war eine Singlefahrt. Ja, aber ich trau dir aber nicht mehr. Du kannst mir trauen. Ich bin auf dem Wege vom Jakob. Und das hilft mir auch nicht, wenn ich nicht mehr weiterkomme. Du kannst mir trauen. Ich bin anerkannter Christ und ich lüge nicht. Ja. Und wir haben es ja eh vorgenommen, dass mir nicht lüge heute Morgen. Das war eine andere Sache. Das habe ich verkehrt eingeschätzt. Das kann passieren. Aber ich bin wirklich fair. Ich mach wirklich fair. Das ist? Ja. Da klingelt die Glocke. Weil ich nämlich kein Lügebeutel bin. Ich habe jetzt getrickst. Ich komme jetzt hier doch mit rein. Da ist das Zeichen. Hier ist die Kathedrale. Gut.
Mal einschalte, Gerhard. Ich war jetzt da drin. Da kannst du Rosenkranz beten. Und es ist im Hintergrund leichte, schöne Musik, weißt du? Also keine Schlager. Aber es ist halt auch nicht viel los. Ich habe den Altar habe ich jetzt gefilmt. Ja. Ich will noch mal was so mitgeben. Wir haben eben gerade, habe ich aber nicht gefilmt, eine Situation gehabt. Die Frau da vorne, wo die Stempel gibt und nimmt hier Eintritt für die Kathedrale. Kathedrale, ja, alles klar. Die hat jetzt einen gehabt, der ist da kurz neu, hat 2 Euro bezahlt, ist da kurz neu, hat gar nicht richtig geguckt und ist gleich wieder weg. Und das sagt sie eben gerade zu schnell. Und ich sage euch eins, Leute, wie jetzt eben gerade der, so Menschen auf dem Jakobsweg werden uns noch öfters begegnen. Die sind einfach zu aufgeregt. Du musst hier einfach chillig werden. Du musst runterkommen von dem ganzen Alltag. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht ein Deutscher war. Die Deutschen sind eh immer die Aufgeregteste. Du musst hier ruhiger werden. So, wann wollen wir da weiter? Hört euch den an. Der kommt heute nicht mehr weit. Es gibt jetzt noch eine Stadtbesichtigung. Wir gucken, dass wir da in die Herberge kommen, in Ponte della Reina. Dann machen wir noch eine Stadtbesichtigung. Dann tun wir schön essen, trinken vielleicht noch einen Kaffee und so. Und morgen geht es erst weiter. Du hast heute dein Tagesziel erreicht. Du hast heute morgen schon geschwitzt. Aus. Alles gut, oder? Gut. Dann geht's weiter. Ja, ich bin richtig. Seht ihr, hier ist wieder so eine ganze Schar an Pilgerer. Man erkennt sie an der Jakobsmuschel OG. Die ganze Herde. Da müssen wir jetzt irgendwie durch. Na gut. Wir sind ja vorsichtig. Wir sind jetzt in Della Reina. Hier ist der Pater. Rezeption. Hier kostet Übernachtung 9 Euro. Es ist aber aktuell keiner da. Wir gucken hier mal durch. Da ist der Jakob gemalt. Ich checke jetzt erstmal hier an bei den Mädchen. Und wir gucken mal gerade hier raus. Die Kathedrale. Da laufen wir jetzt hin. Perfekt. Das sind jetzt die Schlafgemächer von Gerhard und von mir. Wir haben ein schönes Bett. Hier gibt es dann noch Bettwäsche. Ein Traum. Hier werden wir uns niederlegen. Gut. Auf jeden Fall haben wir hier die Motorräder abgestellt. Und das ist die Herberge. Und das ist die Herbergsmutter, wo da steht. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Die Sonne scheint gerade. Aber das ist die, wie gesagt, hier sind wir jetzt. Hier ist cool. Haben wir mal Besichtigung. Kannst du was lesen hier? Nee, ne? Wir haben hier ein Riesenportal. Da geht's jetzt rein. Ja, nichts Besonderes. Lass mal gucken. Gar nicht wahr. Der hat keine Ahnung, der Typ. Jesus Christus. Ja. Nichts Besonderes, sagt er. Wunderschön hier. Hier ist das nicht so. Ist das nicht so prunkvoll? Jesus Christus, für uns hast du dich ans Kreuz nageln lassen. Okay. Schön, ne? Hier blühen auch die Blumen. Ja, sieht gut aus. So, hier haben wir noch so eine schöne Kirche. Die schnell, die Frau. Die ist uns jetzt schon ein paar Mal begegnet. Mal sehen, ob wir da auch noch reinkommen. Na, guck mal, sieht jedenfalls recht interessant aus. So, Die erste Cafeteria ist in Gerhard. Was haben wir hier für schöne Sachen? Wunderbar. Cool. Und jetzt sitzen schon die ersten Leute rum. Jetzt war unsere erste Bar, wo wir gesessen haben. Und jetzt ein paar Meter weiter gibt es große Zwirbel. Schau, dass wir keinen Platz haben. Das stimmt. Das ist richtig. Ja klar, das ist eine richtig geile Zwiebel. Alles wunderbar. Aber wir gehen jetzt hier noch ein wenig vor. Mal sehen, um was es da uns noch erwartet. Dann gehen wir jetzt erstmal rein. Guck mal, das ist ja schon gigantisch, was das für ein Portal ist. Okay, rein geht's. Auf, ja.
endlich immer Prunk. Katholischer Prunk, würde ich sagen. Und da bist du auch überwältigt, oder? Mhm. Hier ich hoffe, es sei los vor. Ja, hier hängen die Heilige an der Wand. Jetzt gehe ich hier erstmal durch. Da vorne sitzt eine Frau, die betet. Ich darf nicht so laut sein. Oh, Wahnsinn. Klasse. Ein Altar. Boah. Das kannst du gar nicht bildlich festhalten. Cool. Und die ganze Heilige. Ihr weißt ja, jetzt waren wir 2 Jahre da drin. Und ich sag dir, das ist alles nicht im Namen von Jesus Christus. Das ist Menschenhand gemacht. Dieser ganze Wahnsinn. Ja, die lachen sich kaputt, die Pilgerinnen. So ein Prunk. Aber wir gehen jetzt weiter. So ein Prunk hat er nicht gehabt. Nee, das ist auch nicht im Sinne des Jesus Christus. Bin ich mir ganz sicher. Das ist alles Menschenhand. Gut. Wir sind die Wegweiser. Und hier oben ist die Brücke de la Reina. Wir gehen aber jetzt erstmal hier unten runter. Wir gucken uns das alles erstmal von hier unten an. Katastrophe. Achso, ist ein Handwerker. Hier wird doch geschafft. Gerhard steht schon bei den Touristen. Aber hier oben die Balkone, ne, sind sehr schön geschmückt. Und hier haben wir das Gewässer. Und hier ist die Brücke. Das ist die Brücke de la Reina. Ja, da unten entspannt sich schon wieder einer. Hier ist cool. Da gehen wir dann noch drauf. Wir sind nicht alleine. Wir wandern jetzt über diese Brücke. Wahnsinn. Ja, nicht so weit. Wir müssen ja die ganze Brücke laufen. So. Und schön, ne? Ist schon echt gut hier. So. Die Touristen, die kommen von aus der ganzen Welt. Wie wir sehen, aber egal. Ach, guck mal, wie schön. Ach, wie schön. Ach. Gehen wir nochmal auf die andere Seite. Und wie gefällt dir das hier? Gut. Gut. Aber das Wasser steht, ne? Ja. Deshalb ist das sehr, sehr grün. Ja. Gut. Das hilft alles nicht schon. Ja, ich habe Hunger. Ich auch. Ich werde Zeit heute Morgen, ja. 10:30. Ja, ich auch. Wir haben heute nichts gekriegt. Aber jetzt haben wir wieder so komische Uhrzeit, weil die haben ja viel Siesta. Mal sehen, ob ich noch was kriege auf dem Weg. Jetzt laufen wir wieder rückwärts. Alles klar. Das ist ohne Wasser aufgebaut. Das ist schöpft von ohne bis oben. Ja, gut. Das fällt dir auf, ne? Das fällt sofort auf. Okay. Ja, ich sag gerade, wie die Tür da drin hängt. Aber das ist eine historische Tür. Ich finde die schön. Hola. Und die steht schon wieder größer da. Cool. Ich finde das schön. Alles rustikal. Ja. Sau auffällt, alle haben Handys, sogar die Oma im Rollstuhl. Sie haben alle Handys. Ich nicht. Jetzt gehen wir wieder hier hin und gucken, dass wir hier was zu essen kriegen. Hier waren wir aber schon mal gewesen. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt so. Gehe ich erstmal in das Lokal rein, wo man die ganze Zeit schon sitze. Hier gibt es wieder sehr viel zu filmen. Und hier drüben kann man sich seinen Kopf reinstecken. Und ja, da sind wir so Apostels, alles klar. Hier ist ganz cool. Wir filmen hier gerade mal so durch. Das ist die Barbe, wir sitzen ja draußen. Und wir essen jetzt hier Hamburger. Das ist doch unser Plan. Ja. Scheißegal, ob es schneide geht oder nicht, aber jedenfalls, das ist heute unser erstes Essen.
ein Hamburger. Und wir haben jetzt schon 5:45. Guten Appetit. Unter spanische Musik essen wir uns jetzt hier diesen spanischen Hamburger. Das erste Essen, was ich heute habe. Bei Burger gab es nur Plätzchen. Puta! Genau. Puta! Die Koreaner, wo ich jetzt hinter uns sitze. Wir haben jetzt von dem einen, das kannst du ja nicht alles filmen. Ne? Wir sind hier alles eine Einheit, eine Familie. Wir haben jetzt eben gerade von ihm ein Stückchen Schinken gekriegt. Der hat uns so angelacht und hat uns das gleich angeboten. Also wir sind jetzt hier schon eine Zeit lang. Ist richtig cool. Und lauter irgendwie coole Leute. Ich weiß nicht, ob ich das hinter drauf habe. Ich habe noch kein Böses gesehen. Böse haben wir noch nicht gesehen. Bei uns im Wunderleister, die haben auch einen bösen Blick und das vorgezogen und allen nett. Ja. Und die kommen aus der ganzen Welt hierher, ne? Die ganze Grieche, wo es da draußen gibt, das interessiert die eigentlich gar nicht. Und so können die Menschheit eigentlich funktionieren. Wie jetzt, egal, es ist jetzt nur das Geschwätz, aber normalerweise, wir Menschen verstehen uns, jetzt sind sie überhaupt nicht böse, wir helfen uns gegenseitig. Das haben wir heute auch schon ein paar Mal erlebt, dass man sich gegenseitig hilft. Es ist alles kein Stress. Der ganze Stress wird mitgemacht von anderen. Aber nicht von uns Menschen. Wir sind alle, wir haben uns alle lieb. Guck, da hinten die laufen auch noch rum. Das geht den ganzen Tag hier. Das ist einfach cool. Ich kann das gar nicht beschreiben. Wir haben uns einfach alle lieb. Ich lasse jetzt mal das Auto hier durchfahren. Du hast zwei Ziele. Ich muss zwei T-Shirts kaufen. Eins für die Tina und eins für den Günther. Aber ich weiß nicht, ob die hier so groß sind wie der Günther haben. Das weiß ich nicht. Oder ob wir zwei miteinander muss flecken. Wir müssen noch ans Ende der Welt nach Finisterra. Und da oben gibt es Märkte. Und da gibt es wirklich alles. T-Shirts. Ob die 5x haben? Mein Gott, du hast doch gesehen, hier gibt es Schneiderinnen, alles. Dann sollen sie halt zwei T-Shirts zusammenschneiden, dass es eins gibt. Das kriegen wir schon hin. Und der Günther ist so dick, wie du tust, auch nicht. So viel dünner, aber auch nicht. Er ist aber auch nicht so, wie du gerade sagst. Günther, ich nehme dich jetzt echt in Schutz, weil du bist wirklich nicht so schwer, wie der da gerade tut. Wir finden für dich ein T-Shirt, für die Tina, für deine Frühere Geliebte, die ist ja nur so ein Mädchen, ne? Also da finden wir sowieso eins. Wir strengen uns an, aber wir sind auch weit davon weg und haben noch ein paar Tage zu tun, bis wir dahin kommen, wo es das gibt. Punkt. Na, aus. Gerhard, ich will jetzt nicht behaupten, dass wir zu lange sitzen, aber jetzt kommt diese Dame, die wo ich erst dann auf dem Bild hatte. Jetzt habe ich sie so gefunden. Ein Traum von einer Frau. Die ist in derselbe Herberge wie mir? Ja. Klasse. Ich zwei Kabinen hängen. Okay. Das ist aber viel Arbeit. Nein, will ich nur gucken, will ich nichts. Gerhard, wir machen jetzt einen Tagesrückblick. Du schwätzt, ich hab auch nicht Rückschaublick. Ich weiß nur, ich soll heute. Nee, jetzt mal ganz ehrlich, wir fangen mal vorne an. Heute Morgen haben wir ja. Heute Morgen habe ich schon mal anderthalb Stunden wach im Bett gelegen, weil mein Motorradaktivist nicht wach geworden ist. So. Dann habe ich noch einmal ein. Moment mal, ich hatte aber da davor auch den ganzen Tag nicht geschlafen gehabt. Ich auch nicht. Ja, gut. Dann habe ich da beim Motorrad eine Stunde gestanden, bis mein Motorradaktivist alles gepackt hat und alles soweit startklar war. Der hat Koffer dran, ich nicht, ich habe einen Rucksack. Dann sind ich mein Motorradaktivist hängen gefahren, was ich in meinem Leben nie noch einmal mache, ohne dass ich volle Weg gekommen bin. Das war aber keine Absicht. Dann sind wir da so in Wagner, da habe ich die BMW, sind mir zweimal angefallen, Gott sei Dank, habe ich auf alle Leute gehört und habe die Bügel drunter gemacht. Ja. Und dann ging es eigentlich. Dann war er müde auf einmal und dann musste um 3 Uhr schon in die Herberge. Moment mal. Ich will jetzt mich auch noch mal mit reinnehmen, wo es halt BMW umgefallen war. Ich bin ja mit meiner DR Big vorne weg, denke ich, oh, Katastrophe für ihn. Und okay, es war dann auch so. Ich habe das ja meisterhaft gehandelt. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, ich habe noch gehört, au, der ist umgefallen. Dann bin ich halt die paar Meter zurückgelaufen, habe mein Motorrad stehen lassen. Auf dem Weg zurück hat es so ausgesehen, als wenn der BMW über Kopf liegt. Denke ich, meine Gott, Katastrophe, aber es war dann doch nicht so schlimm.
Und wer hat sie dann wieder rausgeholt aus der Scheiße? Der Herr Druschel. Ich. Der Herr Druschel hat mir geholfen, sehr geholfen. Sehr gut. Ich habe mehr als mir geholfen, ich habe sie rausgeholt. Ich wäre aber ohne den Herrn Druschel da auch nie hinbekommen. Genau, jetzt wollen wir mal bei der Wahrheit bleiben. Und diese 2 Kilometer, was waren, vielleicht waren es auch 3, die haben Stunden gedauert. Wir waren zack nass geschwitzt. Ja. Was wir nicht gefilmt haben, wo wir uns dann ins Bushäuschen gesetzt haben und haben dann erst einmal geschillt. Ja. Das haben wir nicht gefilmt. Und jetzt, wie ging es dann weiter? Dann haben wir dann trotzdem noch ein paar Enduro-Touren gemacht. Dann sind wir den Schotterweg gefahren, auch nochmal durch ein Waldstück, das war dann alles. Und dann sind wir gelandet Mittag. Naja, wir waren zu früh, es gab kein Mittagessen in Montreal, wo es die ganzen Pokale gab. Von den Fußballern. Da haben wir Mittag gemacht. Nein, Mittag nicht, haben wir halt 2 Cervezas getrunken. Das heißt nicht Montreal, das heißt Montreal. Ja, okay. Das tue ich jedes Mal verkehrt sagen, das stimmt. So, und dann sind wir hierher gefahren. Ja. Und jetzt haben wir was gegessen, der Hamburger war gut. Es ist das erste Essen, was wir heute hatten eigentlich. Wir haben heute Morgen nur Plätzchen gegessen. Heuer wird Motorrad gefahren, nicht durch den Wald. Heuer wird der Acker ja nicht, wir wollen ja Motorrad fahren. Nee, Moment mal. Da bin ich nicht so ganz bei dir. Wir werden morgen wieder so das machen, wie wir es heute auch gemacht haben. Vielleicht waren es heute ein wenig weniger Kilometer. Aber ich habe einen anderen Plan wie du. Wir waren heute, ich habe viel ausgelassen. Also ich habe viele Enduro-Strecken ausgelassen, weil der den schweren Bock da hat. Kannst du den ja durchjagen. Die sind ja cool hier. Die Leute sind ja echt cool. Hier geht's zur Gäste hier und dann quälen die sich in irgendeiner Form durch. Ich glaube, die fahren nur darum, weil wir hier sitzen. Ja, ich glaube. Und hier die Kollege da drüber. Der hat jetzt seinen 5. oder 6. Wein. Nee, der jetzt? Ja, das geht nicht mehr. Der hat uns auch, der hat uns ja auch Schinken gegeben. Wir kriegen ja auch noch mehr Schinken. Wie hat es noch verstanden? Schon auch. Warte mal, dann muss ich mal gucken. Ihr Leute, das sind echt coole Leute. Der packt sie. Der packt sie. Der Mann aus Korea. Ah ja, jetzt Prost. Der Mann aus Korea, der ist cool. Und die Kollegen, die er dabei hat, habe ich jetzt so auf dem Bild, die sind auch cool. Alles gut. Also unterm Strich ist es so, wir sind wieder bessere Gesellschaft. Das ist einfach geil. Ja, Mann. Vom Allerfeinsten. Brot haben wir auch noch dabei. Und ein Bier haben wir auch noch. Aber dann gehen wir in die Herberge. Und dann ist der Tag Puenta de la Reina endlich durch. In der Herberge haben wir doch einen 2411. Muss man eh gehabt. Wir haben doch gar keinen Schlüssel. Wir haben doch gar nicht gesagt. Mit so. Kommen, ehrlich? Ja. Dann war alles 10 Uhr. So kenne ich das noch von früher. Wenn hier die letzte losgehen, dann gehen wir auch los. Alles klar. So, ich habe jetzt. Guten Appetit, ich esse jetzt auch was. Gut. Da ist er. Da müssen wir jetzt rein. Brauchst du auch wieder aus. Guten Morgen, der Tag fängt ja echt lustig an. Wie viel Uhr haben die uns hier aus dem Bett geschmissen? 8 Uhr. 8 Uhr? Also jetzt haben wir 8. 8 Uhr. Jetzt haben wir 8. Ja. Die ist doch hier rumgemacht schon. Ja. Okay, dass die Pilger morgen schon früh weg sind, ist klar. Aber jetzt ist 8 Uhr. Seit einer halben Stunde macht ihr hier Stress, damit wir aus dem Bett kommen. Und geschlafen habe ich auch scheiße. Hier. Das Allstack. Aus Plastik. Gestern war schön, ne? Das hatte Feder gehabt, war Federbett. Da haben wir gut geschlafen, aber so geht das heute schon los. Katastrophe. Mal sehen, dass wir irgendwo frische kriegen. Geht jetzt schon Kilometer lang so. Der Gerhard kommt gerade nicht mit. Normal kann er nicht umgefallen sein, ist nichts passiert. Also nichts Wildes, an wie ich immer nicht. Hier geht das jetzt weiter. Kein Gerhard in Sicht. Hören. Seht ihr, der Obereier da rum. Da kommst du nicht hoch. Du auch nicht. So Dinger fahre ich nicht mehr rein.
Aber 100 Zuss wäre es doch machbar. 100 Zuss wäre es machbar, ja. Hörst du die Kuhglocke? Keine Ahnung, wir sitzen jetzt irgendwo in einem Café und es gibt ein belegtes Brötchen. Gut. Keine Ahnung, wo wir eigentlich sind. Und heute schön, hä? Ja, schönes Wetter, alles gut. Ja. Ja, es ist ein echt herrlich hier. Schöne Landschaft. Gut. Die hatten wir eben da so richtig Gipfelskette. Schon klasse. Jetzt gehen die Straßen hier so weiter. Cool. Da wo Topf steht, das ist immer gerade mit 2P geschrieben. Hier, was wir jetzt hier erlebt haben. Hä? Ja. Eben gerade Kurven ohne Ende, Pass hoch. Es ging nur hoch zu. Und jetzt war am oberen Pass. Jetzt geht's abwärts. Da unten ist, das geht jetzt hier runter. Das ist total gigantisch hier. Das ist ein Kurvchen, sage ich euch. Vom Allerfeinsten. Mir tut der Arsch weh, muss ich auch ehrlich mal zugeben. Eieiei, guck mal, und Berge. Ich kann das ja alles gar nicht filmen hier. Das ist ja so hammergeil. Und wir sind Luftlinie vom Jakobsweg, vom Punkt, ja, ich habe da immer so Punkte eingegeben, sind wir ungefähr über 20 Kilometer weg. Aber ich muss ehrlich sagen, hier rum, es ist wirklich schön, ich habe es nicht bereut, dass ich den heute nicht so einigermaßen fahre. Hier, es ist geil. Das ist geil. Guck mal, und dahin, es geht dahin raus hier. Bis zum Horizont. Das ist einfach nur geil. Und hier oben sind die Berge auch. Auf der Seite. Oh. Ich bin also ehrlich total begeistert. Klasse. Super. Wir sind jetzt in Santo Domingo. Gerhard hat Hunger. Ja, jetzt kriegst du auch gleich was zu essen. Aber guck mal hier, das ist die Kathedrale, die berühmte. Das kostet aber Eintritt. Die ist berühmt, weil die nämlich einen Giggel, einen Hahn in der Kirche hat. Wenn du Hunger hast, interessiert dich das auch nicht, gell? Nicht so richtig. Mann, oh Mann, oh Mann. Ist das Moped jemals wieder sauber? So viel Stütz dreckig die wie die ist. Gut. Interessiert das nicht auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier durch diese Gässchen gefahren. Das ist natürlich alles verboten. Weil hier ist eigentlich nichts los mit Autofahren.
und Motorrad fahren. So. Ich kann nichts gelesen. Ist klar. Das ist halt scheiße, dass ich da nicht rein kann. Gut, hier haben sie auch so ein paar Kunstwerke. Na ja, gut. Guck. Sieht man's? Im Licht. Da ist der Giggel. Kann ich natürlich nicht lesen. Deutsch steht da nichts. Hier war immer ein Hotel. Ob das immer noch ist, weiß ich nicht. Da sind wir eigentlich durchgefahren. Vor 9 Jahren. Aber da ist gesperrt. Ja, ich sitze in San Domingo jetzt und mache jetzt Siesta. Wir haben eine Paella haben wir bestellt, ne? Mal sehen, wie es schmeckt. Hier ist scheinbar so die Promenade, wo wir sitzen. Da sind ganz viele Leute und schöne Frauen. Gut. Du hast schon. Ja. Ich habe ja selber, ne? Denke. Ja. Okay. Gut. Da hinten, das sind auch Pilger, die singen auch die ganze Zeit. Das ist ja richtig gut. Jetzt kommt meine Paella, ne? Ah, immer noch nicht. Aber der Pass, wo wir eben gefahren hatten, das war gut. Der war geil. Wir waren übrigens oben auf der Höhe, waren 1200 Meter. War schon gut, also. Ich habe es ja schon mal gesagt, wir sind ja nicht direkt da auf dem Jakobsweg. Wir haben ein bisschen andere Route, machen wir. Aber wir kommen immer wieder an so gewisse Punkte dann doch hin. Aber das war jetzt gut. Jetzt aber nur hier halt. Nicht los. Gut, aus. Jetzt gerade wieder von so einem Pass runter und da habe ich alles gesehen, dass hier unten ein riesen See ist. Ja, von hier aus sieht man nicht so viel, der geht da hin und der geht viel, viel weiter. Aber der andere kommt hier nicht durch. Ich will es euch mal zeigen. So, da steht er. Hier kommt er nämlich nicht durch mit seinem dicken Ding. Kann er nicht. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Hinter der Bar, der sieht nichts. Hey! Hey, Gerhard! Da steht der Zünder ab, hätte ich beinahe gesagt. Ach, ist doch kein Zünder ab. Eine Mobilette. Das ist ja cool. Von außen hat es ausgesehen, von der Farbe her wie ein Zünder ab. Aber cool. Das Ding ist geil. Ob wir die mitkriegen? Ja, gut. Wir können sie ja nicht hier draufpacken. Ja, dann musst du kurz hin. Schade. Guck mal, da ist noch eine. Das ist ja noch so ein Ding. Sind das ja Solo, oder? Nee, ich denke auch so, Mobilette. Die Motos da auch so. Kann ich halt die nicht Solo? Tja. Cool. Das ist ja hier echt ein Schlaraffenland von Mopeds. Oh, da steht noch eine. Und hier ist noch eine. Wer weiß, was das für eine ist? California steht drauf. Der Zylinder ist cool. Solo Moto. Ja, scheinbar ist es ein Solo. Da haben sie die Vergaser drin. Mann, hinten ist keine Axt drin. Also das ist ja merkwürdig, dass die so da rumstehen. Komisch. Also hier sind lauter Kunstwerke. Ist auch sehr schön gemacht.
Vorne sind die Blümmere drin. Richtig geil. Ja, schon coole Lampenschirme. Überall, wo du hinguckst, sind hier Kunstwerke. Aber ich habe hier noch was entdeckt. Ja, der alte Ware. Der ist auch interessant. Und da drin auch gucken. Geil. Ist einfach geil. Da hat vielleicht mal ein Esel davor gehängt, man weiß es nicht. Aber echt alles schön. Richtig schön mit Liebe gemacht. Cool. Das ist echt interessant hier. Oh, der Grill, ne? Fass aufgeschnitten. Echt cool. Also in jeder Ecke gibt es hier echt was zu sehen. Nicht nur Mopeds. Echt klasse. Schön. Wir sitzen jetzt hier noch bei dem Künstler. Wir machen jetzt gerade mal so, was heute so passiert ist. Also heute Morgen ging es schon los, ne? Ne, die Nacht war schon. Wir haben auf Schalttafel. Wo war das? Das war Schalttafel, das Bett. Nur dünn Matratz drauf. Ich hatte Schmerzen heute Morgen. Normal liege ich immer gut. Und dann? Halb acht. Stunde für uns, oder uns war. Um halb acht. Er hat es gesehen, ich nicht. Ich habe nämlich die Augen zugelassen. Die Stimme allein schon hat schon geschickt. Gut. Dann sind wir dann da raus, weil die Pilgerer, die sind ja schon im Dunkeln weg. Der war's ja schon. Pilgerer sind früh wach, die sind um 6 Uhr sind die schon, haben die schon die Schuhe an. Na, auf jeden Fall haben wir dann Frühstück gemacht, wo wir gestern Abend auch Cerveza getrunken haben. Da gab es ein Croissant und Kaffee, der mir nicht schmeckt. Sind wir dann nicht erst Schotter gefahren? Schotterpiste. Und dann haben wir umgeschwenkt. Wir sind nicht die Jakobswegroute gefahren, wir sind anders gefahren, war aber gut. Pässe, richtig geile Pässe und geile Straßen. Dann heute Mittag, haben wir gemacht in Santo Domingo, bei der Kathedrale da, wo der Giggel da drin ist. Wollte aber Eintritt haben. Haben wir nicht gemacht. So schön ist es nämlich auch nicht. Und dann sind wir wieder anders die Strecke fahren. Auch wieder Pässe, bis auf 1200 Meter hoch. Gut. Dann jetzt heute Abend landen wir halt in Burgos. Da will ich sehen, dass wir auch nicht in der Herberge liegen, sondern das ist so ein Hotel, Motel. Das sind viele Fernfahrer und so. Da gibt es auch anständig Bett. Und da blärt morgens keiner um halb acht rum und macht uns wach. Das kommt aber dann erst noch. Tschüss. Wir sind jetzt in Burgos. Und dahinter sehen wir die Kathedrale. Und wir haben gerade. Hört ihr die Trompete? Hier spielt einer Trompete. Hat er schön gemacht. Wo ist denn die Heilige drin, ne? Ja. Promenade. So, das ist schon mächtig. Das kriegst du gar nicht alles auf die Kamera drauf. Das ist der Wahnsinn. Auf jeden Fall nehmen die ja Eintritt. Da gehe ich nicht hin. Und der Gerhard steht ja bei den Motorrädern. Aber hier ist, ich habe das schon mal fotografiert daheim, vielleicht finde ich das Bild wieder. Hier ist begraben in so einem Neben,
im Nebelturm, der El Cid. Und der El Cid, der war ganz, ganz früher Buldago-Werksfahrer. Ja. Und der hat ein Grab. Ich will mal sehen, ob ich das daheim finde. Dann baue ich das in den Film mit ein. Ich will den Gerhard jetzt nicht so lange allein da sitzen lassen, weil wir wollen ja noch in die Fernfahrerkneipe. Aber das sieht hier schon gut aus. Ne? Das ist schon. Hier steht es, ja. Kathedrale Santa Maria. Es ist schon der Wahnsinn. Gott, reicht. Ab geht's. Phänomenal. Sí. Du nicht. Nee, ich bin jetzt gerade an der Tankstelle. Und dahin werden wir dann übernachten, will ich nur mal gesagt haben. Komm hier. Ich habe die hübscheste Tankwerte hier in ganz Spanien. Sie darf jetzt auch voll tanken. Okay, es reicht. So. Ja, und ist vor Boss. Wir machen jetzt hier wieder so einen kleinen Pass hoch. Irgendwie bin ich halt mal total durcheinander. Der eine geht da lang, der andere geht da lang und ich weiß gar nicht mehr, wo ich lang soll. Mein Navi erzählt mir auch immer irgendeinen Blödsinn. Ich brauche jetzt erstmal eine. Und dann entspanne ich mich hier. So. Gut. Entspannung. Ich habe keine Ahnung, was das hier überhaupt. Mein Navi will in die Richtung. Ja, mein Navi will. Das eine will da lang, das andere will da lang. Ja, los. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall stehen wir jetzt hier erstmal da rum. Ein bisschen blöd. Wir werden schon irgendeinen Weg finden. Okay, ich hab's wieder entdeckt. Aber hier haben wir auch was Interessantes stehen. Ein Bus. Ein Doppeldecker. Da gibt's Kaffee. Schon echt cool. Schon cool hier, ne? Wir sind aber wieder auf dem rechten Weg. Nee, wir fahren die falsche Richtung. Nein, wir fahren nicht die verkehrte Richtung. Du mit deinem Navi da. Bis jetzt hat uns das immer hingeführt, wo wir hin. Alles Quatsch, hier geht lang, hier sind die Pfeile. Ja, wir müssen echt langsam machen, sonst sind wir so schnell. Wir haben noch 180 Kilometer. Ach was? Ja. Guck mal hier. Der Dorfbrunnen. Guck mal oben am Kirchturm, da ist noch ein Storchennest. Siehst du es? Cool. Ja, wir sind jetzt wieder so ein spanisches Dorf. Ja, so sieht das aus. Und die Kölker sind hier auch schon alle unterwegs. Alles wird gut. Ja, hier ist halt Pampa, ne? Also. Hier mittags heiß ist, da musst du genug Wasser dabei haben. Sonst gehst du nämlich hier da dabei ein. Na gut. Machen wir noch so ein Landschaftsbild. Und dann quälen wir uns hier weiter durch. So, wir haben jetzt hier in so einem kleinen Dorf erlebt sie gefunden. Mal gucken, ob wir irgendwas zu trinken kriegen und so weiter zu mitnehmen.
Gut. Machst du Bilder mal, wie das hier aussieht? Ah, hier gibt's Obst. Das ist drin. Ist doch gut. Muss ich so. So geht das doch gefühlte 1000 Kilometer. Das ist die Ebene. Wie hoch sind wir denn? Wir haben eine Meereshöhe von 930 Meter. Überall diese Steinhügel. So, nach Endosenweiden kommt jetzt das Dorf. Hier müssen wir mal ein Bild machen. Das ist das. Hier haben die Pilger dann das erste Mal. Ich kann das so richtig Rast machen. Wir haben halt, wie gesagt, Oktober. Heute Vormittag ist es noch nicht so heiß. Aber wenn das im Sommer hier richtig heiß ist, guten Tag. Gut. Ja, bleib stehen. Jo. Bleib stehen. Dann tun wir hier mal so durchfilmen. Ja, hier sind schon die ersten Restaurants. Die Kircheglocke da oben. Alles klar. Gut. So. Hier ist eine schöne Allee. Fahren wir mal ein Stückchen Straße, weil der Originalweg geht da hinten durch. Wir haben jetzt genug Stau gemacht. Das ist echt schade. Hier war das beste Lokal auf dem ganzen Jakobsweg. Das hatte Habe Kerkelings sogar schon geschrieben in seinem Buch. Das hat er nämlich, also in dem Gästebuch da drin. Schade. Da hatte ich mich eigentlich drauf gefreut. Jetzt haben die Leute zu. Echt schade. Das ist echt schade. Ja, Gerhard hat es auch geschafft mit seiner BM Schubdich. Ich auch. Wir sind jetzt hier an der Burgruine. Machen wir erstmal hier so ein Landschaftsbild. Cool, ne? Es ist cool. Und heute ist es vor allen Dingen nicht so heiß wie gestern. Das ist nicht schlecht. Und dann irgendwann geht es da hinten wieder irgendwo einen Berg hoch. Ich weiß von hier aus nicht welcher. Auf jeden Fall landen wir da oben bei den Windmühlen. Gut, hier ist auch alles vollgestellt mit Windmühlen, wenn man das mal hier so sieht. Da ist ja die Rhön. Noch ein weißer Knabe dagegen hier. Gut. Das Einzige, was mir stinkt, ich habe es eben da unten schon mal in der Kamera gesagt, in dem Lokal, wo ich da essen wollte. Wo man essen wollte. Das war ein Traum. Da habe ich die ganze Zeit schon davon geträumt. Das hat er zu. Ich glaube, der hat sogar ganz zu. Echt, da hatte ich mich richtig drauf gefreut. Na gut, ist halt so. Jetzt gehen wir aber nochmal da rein. Wir müssen nochmal Burgruinenbesichtigung machen. Ja, genau, nein. Leute, geht's. Hier hat einer, so ein Pilgerer, seinen Schuh vergessen. Ja, also das müsst ihr doch merken. Wenn ich hier nicht merke, dass ich den Schuh nicht mehr anhabe, dann merke ich gar nicht mehr. Glaub. Das stimmt. Also mal hier, glaube ich, die merke wirklich nicht. Kelle, ey. Vergiss den Schuh. Wir gehen jetzt mal langsam hier so durch. Hier unten ist das Castro Jerez, ja, genau so heißt es. Die hatten wir eben gerade bei der Herfahrt, die Kirche. Und hier sehen wir noch mal die Weiden. Da geht's lang, da kommen die Pilgerer her. Das machen wir erstmal hier. Oh Gott, ist das anstrengend. Gut, lesen kann ich gar nichts. Gott. Jetzt sind wir hier am Hauptplatz.
Also diese Ruine hier, die ist nicht direkt auf dem Weg. Ne? Hier geht es nicht lang. Es geht so ohne in dem Dorf, geht es dann links ab. Hier geht es auch richtig steil berghoch. Ich habe das jetzt nicht gefilmt. Das war mir dann zu anstrengend. Aber hier, ja. Aber hier tun sich die wenigsten Pilger das an, hier auf diese Burgruine zu laufen. Wie gesagt, sie ist nicht direkt auf dem Weg. Aber von hier aus hatte die früher, was weiß ich, die haben glaube ich auch noch so Skischade. Von hier aus haben die das verteidigt, wenn die Angriffe kamen von diesen. Also wie überall auf der Welt ist alles irre. Die, wo Kriege machen, sind alles irre. Na, ja, hier haben wir nochmal so einen Hinweis. So hat das vielleicht früher ausgesehen hier. Ja. Ach Gott. Hier, wenn einer Spanisch kann, der kann es ja lesen, was da steht. Ich kann es nicht. Das gehen wir dann hier auch nochmal rein. Ja, was soll ich sagen? Das sind die Skischatte. Katastrophe. Na ja, gut. Alles gut. So, wenn man dann jetzt hier reinkommt, geht es dann hier die Treppe hoch. Und da oben hat man halt noch eine bessere Aussicht vielleicht. Aber es geht jedenfalls dann da hoch Richtung Sommer. Aber das muss ich jetzt auch nicht machen. Ich war da schon. Kenne ich. Da oben stehen unsere Molis. Soweit. Wir gehen dahin. Jupp. Es ist eine Herberge, ein Restaurant. Und da setzen wir uns jetzt hin. Wir haben jetzt genug Scheiße erlebt. Fotografieren. Seht ihr das? Da sind wahrscheinlich Wohnungen drin. Cool. Auf jeden Fall hier bleiben wir jetzt erstmal. Wir trinken jetzt hier Cola. Hört ihr das Gebabbel dahin? Zu essen hat sie hier nichts, nur so Sandwich. Da vorne, wo die Fahne weht, da soll es was geben. Wir haben jetzt ungefähr knapp 600 Kilometer gefahren insgesamt. Also die Hälfte haben wir schon durch. Mit Umwegen. Aber heute, also heute war es langweilig. Die Straße hier da, wir sind ja heute viel Straße gefahren, erst sind wir Schotter gefahren, also Feldwege hier. Da waren aber so viele Pilger unterwegs, haben ja nur Standgeschwindigkeit gefahren. Jetzt ja kein Einstaube. Dann haben wir umgeschwenkt auf Straße. Das war auch nichts. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen hier so, jetzt sind wir wieder direkt auf dem Weg. Und wir sind jetzt auch kurz vor Sahagun. Und dann machen wir halt weiter. Ich muss ja gerade lachen, weil der BMW-Mann, ne, er hat schon die ersten Defekte, wo nichts mehr funktioniert. Es ist lediglich der Tempomat, wo nicht geht, und vorne der Strom für das Handy. Das geht nicht. Und da wird die Sicherung aus. Und nur mal so, ne, beides habe ich überhaupt nicht, bei mir ganz kaputt gehen. Kaputt. Das wollte ich noch mal schnell aufgenommen haben. Das sah ja von vorne richtig verboten aus, aber das geht auch hier. Das sieht doch gut aus. Ich mache jetzt gerade mal ein Bild hier von hier drin. Wie gesagt, ein bisschen unauffällig machen, muss ja nicht immer gleich auffallen. Dann gucken wir hier raus und dann stehen die Mopeds. Ja, so ist es hier. Dankeschön. Das war die Bedienung. Das ist jetzt unser Tagesmenü. Guten Appetit. So, ich will jetzt noch ein Bild machen von Sahagun. Ach,
Die Kirche ist dahin. Sehe ich jetzt hier nicht. So, wir sind da. Gleich wird's lustig. Leute, viele, die den Film gucken, die kennen es. Katastrophe. Der Elvis Presley hat zu. Es ist zu. Und es sieht schon länger aus, als wäre es zu. Ballertore. Gibt's nicht mehr. Die Welt ist grausam. Gut, du siehst schon, das ist schon alles länger nicht mehr gepflegt. Schade. Echt schade. So, ich tue mich jetzt gerade noch mal neu positionieren. Weil hier ist ja nichts. Beziehungsweise hier sitzen ein Haufen Menschen rum, machen einen Haufen Spektakel. Die Herbergen hier, kann ich davon ausgehen, sind überfüllt. Auf dem Kreuzweg, ich nenne den jetzt Kreuzweg, weil da brichst du dir darüber her, was die da laufen. Da kommen noch einige. Und denen will ich jetzt auch nicht unbedingt den Platz hier wegnehmen. Wir fahren jetzt ca. 50 Kilometer weiter. Das Lyon lassen wir aus. Wo es die Kathedrale gibt, nehmen wir eh Eintritt, will ich eh nicht bezahlen. Und wir versuchen hinzukommen zu der Herberge zu Jesus. Da hatte ich öfter schon einmal Kaffee getrunken, aber nie da übernachtet. Das sind, wie gesagt, 46 Kilometer. Da probieren wir noch hinzukommen heute. Es ist ja noch früh. Wie viel Uhr haben wir denn eigentlich? Ja, wir haben jetzt gerade 16 Uhr, also wir haben noch ein wenig Luft. Es wird erst um 8 Uhr hier dunkel. So, jetzt guckt mal das Mädchen da. Die hat einen Lauf hinter sich. Echt. Weiß ich nie, was ich sagen soll. Die sich da antun. Das muss gewollt sein, ist klar. Gut, weiter geht's. So, wir sitzen in lustiger Gesellschaft. Wir sehen sie im Hintergrund. Die Kerle haben hier schwere Unterhaltungen. Das ist die Kneipe. Da haben wir uns jetzt gerade Cola geholt. Und was hier auch noch ganz typisch ist, hier das, wie es früher in Spanien auch war. Es gibt noch was zu essen dazu. Schmeckt's? Ja, eben sind sie gerade mal nicht so laut. Ich sag, die machen Politik, die Männer. Das sind Politiker. Ganz sicher. Da hinten kommt er. Der BMW GS 1250 Driver. Im Staub. Okay. Bis der da ist, habe ich die Kamera weggepackt. Da gucke ich jetzt, dass ich da lang komme. Okay. Wir sind jetzt hier am Ziel, mal gucken. Die Arche. Ist aber kleiner geworden, die war schon mal größer. Gut. Okay, wir haben ein Schwimmbad. Oh, hier sind auch wieder ein Haufen Leute, hoffentlich kriegen wir Platz. Fangen wir erstmal hier mit an. Hier gibt es schöne Wandmalereien. Geraucht werden dafür auch nicht, genau. Yes. Sind überall schöne Sprüche. Ein Traum. Gut, und Zeichnungen natürlich auch. Alles Paletti. Und jetzt gehen wir halt mal die Treppe runter. Schön interessant. Das hier finde ich ist immer am schönsten. Das Bild sieht gut aus. So, da will ich jetzt noch mal ein bisschen was erzählen, weil ich schwitze immer gern. Wie gesagt, wir sind in der Herberge zu Jesus und er hat sich schon oben niedergemacht. Mit 6 Mann liegen wir in einem Zimmer. Nein, es sind nur 6 Bette. Und wie viele Leute liegen drin? 6? Nur 2. Ehrlich? Ja. Hoffentlich bleibt es so. Kannst du bekommen. Weiß man nicht. Gut. Habt ihr mitgekriegt, dass ja alles da schief ging mit dem Elvis Presley vom Camino? Wenn einer den Film guckt, irgendein Pilger oder ein Sonstiger, der irgendwie was weiß. Seit wann gibt es den Elvis nicht mehr, die Ballertore? Elvis, der ist gestorben in den 80er Jahren, oder? Redet so Zeug. Achtung.
Hombre! Ja, keine Ahnung, was da passiert ist. Wie gesagt, das letzte Mal war ich da ungefähr vor 8 oder 9 Jahren, weiß ich nicht so genau. Und da war er noch richtig voll aktiv. Jetzt ist es aus. Habt ihr die Bilder gesehen? Sieht schlecht aus. So, bla bla bla. Dann habe ich halt Leon ausgelassen. Da ist eine Kathedrale. Da wollte ich morgen früh wenigstens von außen nochmal fotografieren. Reingehen wollte ich eh nicht. Weil, wie gesagt, diese, ich will jetzt keine böse Worte sagen, ich bezahle Kirchensteuer. Die nehme Eintrittsgeld. Und die katholische Kirche, die ist ja wohl unheimlich reich. Und dann wollen sie noch Eintrittsgeld von so armen Pilgerer wie uns. Spiele ich nicht mit. Gut. Das ist auch nicht der Gedanke von Jesus Christus gewesen, dass die das so machen. Aber egal, so ist es halt. Ich kann mich ja verweigern. Ich bin ja eh ein Verweigerer. Jetzt sitzen wir halt hier. Ein paar Bilder habe ich schon gemacht. Ich will jetzt nicht mehr so viel rumfilmen. Hier. Wir haben jetzt 2 Bier, 2 Estrella. Die genießen wir jetzt. Vielleicht dann auch eins. Und dann geht's ab in die Heier. Ich muss doch mal anmachen. Wahrscheinlich heute Abend doch noch ein paar Mal. Der Gerhard hatte da gerade einen coolen Spruch losgelassen. Aber ich will euch jetzt mal zeigen, um was es geht. Ihr hört ja. Na, jetzt sind sie gerade ruhig. Die blären da hinten rum, die Kinder. Und sie haben eine Hüpfburg. Heute ist nämlich Kindergeburtstag. Sie haben eine Hüpfburg hingestellt gekriegt. Na, man hört sie. Sind doch noch nicht alle da. Lisa, hast du das bei uns daheim gelöst? Bei uns daheim kommt das Passwort vom WLAN auf den Tisch und 5 Ladekabel und da hat man Ruhe. Da sind sie alle online. Ja, so ist. Bei uns ist aber Ruhe im Stall. Alles Wahnsinn hier. Hier, jetzt sind schon ein paar allein gelaufen. Jetzt geht's rund hier. Muss ich dich erst nicht schon heim? Ich weiß es nicht. Ich will mal mich heimlich fotografieren. Hier ist noch richtig Terror. So, das will ich jetzt doch nochmal fotografieren. Wir haben jetzt hier unser Bettenlager. Ja, wir haben uns jetzt hier einquartiert. Da ohne das Manns. Der Gerhard liegt auf der anderen Seite. Wenn wir Glück haben, sind wir 2 alleine heute hier drin. Normal gehen hier rein 2, 4, 6 Personen. Na, mal gucken, wie es wird. Gerhard, ich liege schon im Bett. Ich gleich. Ja. Aber hier, das merke ich schon in dem Bett hier, das ist eine ganz andere Sache wie gestern. Ich habe jetzt hier noch über mir, ich will es gerade mal in die Kamera zeigen. Hier. Das, gestern waren das ja Schaldafeln, wo wir da drinnen waren. Hier, das ist richtig schön. Vorgestern. Ja, gestern war das. Gestern haben wir in deinem Hotel geschlafen. Ach stimmt, vorgestern war es. Genau. Wo wir morgens nicht die ganze Pille geholt haben. Ja. Die, wo um 6 Uhr gekuschelt haben, ja. Da ging um 7:30 der Heldiburger, das ging durch Mark und Bein. Das war, glaube ich, schon 8:30. Nee, das war nicht 8:30. Nee, das war noch nicht 8:30. Hat 6 Löcher gepult. Ja, ich weiß. Wir haben den Handwerker ja dann gesehen. Der war ja schon vor uns. Na gut. Handwerk in Ehren. Ja. Gut. So. Nee, aber das war gut dort. Das war in Ordnung. Ja, und jetzt? Das ist auch gut. Ja, das ist auch gut, weil ich liege jetzt hier. Ich meine, ihr Leute, ihr seht das jetzt halt, das ist halt Quatsch. Ist mir klar, aber ist geil. So, mach aus. Gute Nacht. Moin, 2 Frühstücke. Das erste Mal Brot mit Makrine und Marmelade. Und Marmelade. Ein Wahnsinn. Und der Gerhard hat mir gestern eine ganz gut gekauft. Yes. Das geht ja nur aufwärts. Und der Kaffee Solo und der Kaffee Crema. Mal sehen, wie der Tag wird. Heute Morgen war es wieder anders, wie wir mal wach geworden sind. Die haben hier Holzbude. Eine ganze Herde ist heute Morgen an Kilgauer los. Das war gestampft. Da wirst du wach. Da oben ist er, der Bruder Jakob. Dem wird gefolgt. Jo. Auf geht's. Geradeaus.
ist ja für uns in Kalbach, in der Rhön, ein seltenes Bild. Ein Storch. Cool, ne? Gut. Und jetzt zeige ich euch auch, wo wir sind. Das ist hier eine ganz berühmte Brücke. Die zeige ich aber jetzt auch noch mal von der anderen Seite. Das sieht hier richtig gut aus. Ich weiß es nicht, wie die Brücke heißt, ist nicht beschrieben. Aber da unten ist der Fluss, der heißt halt so. Guckt mal. Ein riesen Bauwerk. Schon schön, ne? Da fahren wir jetzt aber mit dem Motorrad drüber, nur mal so. Mit dem Auto, habt ihr gesehen, geht das nicht. Aber das ist schon cool. Gut. Gerhard, kommst du mit deiner BMW da durch? Gut. Gerhard ist halt ein Teufelskerl. Der schießt hier durch wie ein Weltmeister. Filme hier halt. Das haben wir meisterlich geschafft. Großes Abenteuer, gell? Na gut, alles Käse. Weiter geht's. Das sind so die kleinen Pfade. Er scheint ein Japaner zu sein. Wir haben uns eben schon Bon Camino gewünscht. Ja, hier ist so ein Rastplatz. Hast du Jackie dabei? Nein. Scheiße. Alles falsch gemacht. Gut. Hier ist der Weg, wo sie durch müssen. Und mir auch. So. Hier gibt's Wasser. Prima. Sehr interessant, ne? Ja, hier sind wieder ausländische Mädchen, wo hier unterwegs sind. Gefällt dir das hier, das Plätzchen, was wir haben? Mhm. Cool, ne? Ja, ist nicht schlecht. Und wir haben wieder Glück mit dem Wetter. Der Himmel ist blau. Und das ist richtig schön. Buon Camino. Na? So. Gerhard. Ja. Diese Statue da. Die ist manchmal verkleidet als Mädchen. Jetzt ist, glaube ich, wieder ein Mädchen. War aber auch schon ein Mann. Man weiß nicht so genau. Auf jeden Fall, hier sitzen auch zwei hübsche Mädchen. Die freuen sich. Und hier ist das Kreuz Gottes. Gut. Jetzt geht das dann hier den Weg weiter. Wir sehen. Die laufen da runter. Das geht jetzt noch ein paar Kilometer. Aber jetzt haben wir schon ein paar überholt. Es staubt zu viel. Es staubt, ja. Gut, aber es nützt ja nichts. Wir müssen hier durch. Gerhard ist ja nicht da. Gerhard ist weg. Keine Ahnung. Soll ich mich rumdrehen oder soll ich warten? Ah, ich höre ihn. Er kommt. Die BMW kämpft, es gibt ja gar nicht so Kämpfe. Da kommt er. Hier ist wieder so eine Oase. Wo kommt ihr denn her? Hi. Fulda! Ja. Und wo kommt ihr her? Ich
ich komme aus Aachen, aber sie kommt aus Israel. I don't speak German. Okay. Gut. Also auf jeden Fall haben wir hier die Oase. Wollt ihr ein Stückchen mit uns fahren? Oh, das wäre super, aber ich habe keinen Helm. Brauchen wir hier nicht im Gelände. Und Papi. Na. Ich bin ohne Motorrad unterwegs. Braune Erde. So. Wieder so ein Denkmal. Und hier sind schon die ersten Weinfelder. So, und hier staubt es mal nicht. Machen wir mal das Ding mal aus, geht der Berg ab. Da unten ist wieder mal nach ewigen Zeiten ein Dorf. Oh, der läuft auch nicht mehr so richtig gerade, der Ankerl. Aber es tun sie sich ja selber an. So, das ist die Kathedrale von Astorga. Klasse Bauwerk. Sehr schön. Und die Stadtmauern hier drumherum. Ja. Wenn ich die Kamera einschalte, dann leuchten auch dann Glocken. Da sind dann die Glocken am Start. Cool. Astorga. Wir sitzen jetzt hier an einem Café. Am Camino. Cafeteria. Es gibt ein Schinken, Stückchen Brot, zwei Kaffees und dann geht's weiter. Mittag ist noch zu früh, wir haben erst kurz nach 11. Hier Leute, dieser Gerhard, der wird mir langsam unheimlich. Gestern wollte er unbedingt Pilgerinnen retten. Hat er gesagt 75 und so, ne? Ja, ja. Ja, ja. Für dich? Für mich der Depp. Wir kriegen es auch gleich in die Haare hier. Für mich nicht, ich suche einen Tisch aus, wo ich halt. So, und jetzt habe ich heute was klar gemacht. Ihr habt es ja vielleicht mitgekriegt, das ist, die wollte ja mit uns fahren. Sie fährt auch Motorrad in dem normalen Leben. Da hat er gescheut. Das war mir zu viel Frau. Das war ihm zu viel Frau. Und der Rucksack war zu groß, gell? Der Rucksack hat bei dir. Da hättest du nämlich keinen Platz mehr gehabt. Nein. Ich hätte sie alle zwei mitnehmen können im Notfall. Ja, das kann. Das ist ein Kauz, den machst du es nicht recht. Kannst gemacht, was du willst. So, jetzt guck mal, da drüben sind schöne Joggerinnen. Das sind keine Pilgerinnen. Das sind Mädchen, die joggen hier. Sieht klasse aus. Ne, das ist ein Bild, oder? Das gefällt dir, ja. Und schön. Wir sind jetzt hier auf 1504 Meter hoch. So, und jetzt will ich es zeigen. Hier ist es, das Kreuz de Ferro. Da gehen wir jetzt mal hin. Kreuz de Ferro. Hier oben kannst du wieder ein paar Sünde abgeben. Ich habe keinen. Geh mit. So. Wir werden diesen steinigen Weg nehmen. Ah, da hat auch wieder ein anderes Türmchen gebaut. Alles klar. So. Oh. Wir fangen hier unten an. Da kannst du was ablegen. Ja. Was ist da los? Da oben ist jetzt irgendwie keiner mehr hingekommen in der letzten Zeit.
ganz schön hoch und oben hängt das Kreuz. Puh. Na gut. Gib mir mal was, warum? Guck mal, er hat einer seine Muschel liegen lassen. Das war wahrscheinlich auch ein Ungläubiger. Ich weiß es auch nicht. Hängt ja alles voll mit Muffel. Ich hätte gar keinen was kaufen. Dann hätte ich hier schön mitgehört, genau. Tja, ich weiß nicht, ob das Diebstahl wäre. Ich weiß es nicht. Gut. Da vorne ist noch so ein Kapellchen. Die Leute sitzen da und machen Mittag. Gut. Ja, hat's geschafft. Cool. Herzlichen Glückwunsch, Mädchen. Naja, gut. Hier wird geschillt. Die Klagemauer. Machen wir noch ein paar Meter, hä? Okay. Wir sind jetzt hier in Rigo de Ambros. Schöne Kirche. Hier war eigentlich Tagesziel. Aber wir sind halt recht früh. Jetzt fahren wir erstmal in den Ort rein. Da wir Straße gefahren sind, normal wird er von der anderen Seite eingefahren. Aber egal. Wir gehen mal durch. Hier ist die Herberge. Ob die aufhat, weiß ich jetzt gar nicht. In Rigo de Ambros. Ich muss mich jetzt erstmal neu sortieren. Da oben scheint auch ein Schild. Restaurante kenne ich aber nicht. Will ich erstmal googeln. Also da haben wir schon zwei, dreimal übernachtet, das weiß ich. So, da gucken wir da mal rein. Navi eingestellt. Ich hoffe, dass es funktioniert. Nie im Leben. Du hast Essen bestellt. Ist das die Vorspeise? Das ist alles. Alles, gut. Wir sitzen jetzt jedenfalls hier in De La Ambros. Hier haben wir mal früher übernachtet. Da war das auch kein Restaurant. Aber das andere hat wohl zugemacht, wie sich schon so vieles geändert hat hier in den Spanien, wie überall auf der Welt. Alles ändert sich. Gut, das lassen wir uns erstmal schmecken. Ponferrada.
ist eine Burg der Tempelritter. Oben hängen die Fahne. Gott, das ist schlecht hier. Ist nichts mehr, wie es war. Alles ist hier voll Weinfeldern. Da habe ich früher immer dran gelabt. Abgeerntet. Es gibt nichts. Es gibt nichts mehr. Hier. Das ist gar nichts. Na, wo sind wir? Hier. Vertrocknet. Ist nichts gewachsen. Keine Ahnung. Katastrophe. Guck mal, so weit das auch erreicht. Ich weiß es nicht, was ist. Ich weiß es nicht, was los ist. Scheinbar sind sie zu dürr, zu trocken. Ich weiß es nicht. Du bist. Weißt du, es wird immer verrückter. Guck mal, das ist aber auch eine schöne Gegend, ne? Ist schon gut. Na gut, dann werden wir den Pfeil weiterfolgen. Ist echt schade, ne? Wir hatten hier immer so schöne Weintrauben, die sind vertrocknet. Die sind noch nicht einmal gewachsen. Ganz klein. Shit. Extra hier abgebogen, hier lang. Na gut. Schade, dass der Mann die Toren zu hat. Aber hier stehen ein paar interessante Moments. Vielleicht kann man ja ein bisschen was erkennen. Nee, man erkennt nichts. Moskito, grüne, hier Solex. Ah. Und dahinter stehen auch noch richtig geile Geräte drin. Bulldago, ich sehe es. Ach, geil. Schade, dass der Mann zu hat. Na gut. Ja, das Navi sagt schon lang Feierabend, aber wir hören ja nicht. Es gab einen getäten Weg zu der Anlage. Scheiße, weil die Straße nicht gesperrt war, wo man eigentlich lang wollte. Das müssen wir mal sehen. Wir sind ungefähr auf 1200 Meter hoch, ne? Hier. Ja. Was anderes. Wir probieren mal ein paar Spezialwege. Was heißt nee? Wenn ich fahre hier nicht in so einen Berg rein, kommt da nie mehr raus. Das ist nicht weit. Nee, mach ich nicht. Jetzt schräubt er sich. Ich will da die Feldwege fahren. Ich glaube an Gott. Und mein Gott hat mir auf dem Weg schon mehrere Hilfe gegeben. Also man kann sagen, kleine Wunder. Und du glaubst da nicht dran. Das zeigt Vogel. Ne? Und es ist immer wieder dasselbe. Die Ungläubige, die getrauen sich im Endeffekt nicht. Und dann laufen sie um Wege. Ich bin einer, der immer direkt geht.
Und ja. Ne, ich bete, mach du und er hilft mir immer. Er hat eben einen anderen Vortrag gekriegt. Ich will das jetzt nur hier auf YouTube ein bisschen dezenter ausdrücken. Die Ungläubigen. Immer wieder dasselbe. Und jetzt bist du doch schon auf dem Weg des Jakobs. Das sind die Abenteuer des Lebens. Ja, lass uns auch sein. Und du nimmst diese Herausforderung nicht an? Nein. Mein ganz Leben ist schon ein Abenteuer. Wir sind uns heute Abend noch mal 4 Kilometer weit. Geh mal raus. Hat keinen Sinn. Ungläubige sind einfach nicht zu retten. So. Jetzt habe ich ihn doch überredet. Solange es nicht schlimmer wird, fährt er doch mit. So, wir sind auf knapp 1300 Meter. Sieht doch gut aus. Sieht doch schön aus. So Leute, wir haben es geschafft. Wir sind in Cebrero. Er ist doch ein Mutti hier. Wir haben hier schöne Musikspiele. Schon ein bisschen Tourismus hier, aber schau. Es ist schön. Und hier sieht es ganz gut aus, ne? Ja. Ich tue nachher noch mal mehr fotografieren, aber dahinter sehen wir auch so schön. Haus, ne, mit Stroh gedeckt. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig fotografieren kann. Auf jeden Fall, hier oben ist da eine Kapelle. Da gehe ich nachher auch noch mal rein. Gucken wir dann mal. Gut, das ist das Kapellchen. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ich nicht. Ein schöner Altar. Geil. Ja, wir haben das erst nicht gefunden, weil das wird mit C geschrieben. Das. Ah, egal. Jetzt sitzen wir hier. Na, seht ihr ja. Trinke Cola und so weiter. Du hast nach Übernachtung gefragt. Hotel ist ja hier auch nix. Herberge auch. Katastrophe. Jetzt muss ich schon wieder Plan B machen. Ich muss auf der ganzen Tour Plan B machen. Jetzt habe ich gedacht, hier wäre 2 Abend, könnten wir mal so 3-4. Ich hier trinke, können wir in die Kapelle gehen. Zum Beten. Wird da nichts. Katastrophe. Bei denen der Weinfelder heute, hast du gesehen? Keine Weintreppe, Weintraube dran. So kleine, verkrustete, ohne Stücke. Nee, die haben normal immer, das gibt's doch nicht. Ah, Katastrophe. Oh, wir sind jetzt immer noch in Cebrero. Ach, guck dir mal dahin, Leute. Das ist doch einfach ein Traum. Aber das wollte ich jetzt gar nicht zeigen. Jetzt haben wir uns doch noch ein Bier gegönnt und das Cola halt. Und wir haben jetzt auch hier einen Stempel gekriegt. Wo ist er? Wir haben ja schon. Na, komm her! Wir haben ja schon ganz viele Stempel. Genau, wir haben ja jetzt hier schon ganz viele Stempel. So, und Sombrero ist der grüne. Yes!
Und wir kriegen hier halt, habe ich ja schon mal erzählt. Mal sehen, wo wir heute Abend übernachten. Wir haben jetzt gleich 16:30 durch, ne? Ja, haben wir. Dann wollen wir mal sehen, wie das wird. Gut. Sind halt immer wieder schöne Bilder. Weil auch die Mädchen, die haben sich richtig gequält. Ja, das sieht man an ihrem Gang. Das war alles nicht so einfach, aber ein Lächeln im Gesicht, das ist das Schöne. Sie gebe alles. Ich finde das gut. Guck mal, da steht einer mit der 1800er BMW. Ich will hier nochmal hier runter fotografieren. Das Häuschen da unten mit dem Strohdach. Das sieht ja auch interessant aus, ist klar. Gut. Hier ist ganz schön was los heute. Na gut. Belasse ich das jetzt damit. Gut, hier sind halt hier ohne diese Kneipe drin, es sind überall Kneipe drin. Und hier oben ist nochmal so ein Souvenirlade. Will ich da mal so kurz rein fotografieren. Okay, reicht jetzt. Gerhard entspannt noch, alles gut. So. Es geht weiter. Kurven, Kurven, Kurven. Das sind Kurven hier. Hä? Und immer wenn es so richtig hart war, habe ich die Kamera ausgehabt, weil da muss ich sehen, dass die Schüssel da auf der Straße behalt. Aber ich will hier trotzdem noch mal durchfilmen. Hier, du musst hier mal gucken, was hier überall für Sträßchen sind. Da kannst du dich die ganze Woche drin austoben. Da brauchst du gar nicht mehr irgendwo anders stehen. Hier, Leute, guckt mal, das ist hier und dann geht es da hin hoch und es geht weiter. Und da, oh, guck mal, da oben geht es auch. Ich könnte hier komplett ausflippen. Mann, oh Mann, oh Mann. Überall, wo du hinguckst. Kurven, Action, Pässe. Der absolute Hammer. Was sind wir hier überhaupt? Rio Lori oder wie? Hammergeil. Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben alles richtig gemacht heute. Wir haben immer noch keinen Schlafplatz. Da oben ist auch wieder so ein Bergdorf. Aber das ist ja nicht unser Ziel. Gut. Die BMW schlägt sich auf deine Straße gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ich muss sie mal loben. Wir müssen erst mal anhalten. Ich war im Kurvenrausch. Schau mal, mein ganzes Benzin. Ich habe 4,5 Liter, jetzt bin ich auf 4,9. Auf der Autobahn vielleicht mit Tempomat. Der Tempomat geht auch wieder. Aber hier, das war doch jetzt mal super geil. Wie viele Kilometer waren das? Ja, vielleicht 50. Ja. Also so an einem Stück hoch und runter und tralala. Ja, du hast ja doppelt gefahren. Ich habe nichts doppelt gefahren, aber nicht. Hundertprozentig. Hundertprozentig hast du doppelt gefahren. Hundertprozentig nicht, du kannst auf meinem Navi gucken. Nee, du hast doppelt gefahren. Ihr redet so Mist. Wir sind an deiner Leutwehre vorbei, wir sind an deinem Kühlschrank wieder vorbei, du bist doppelt gefahren. Du laberst ein Mist. Ja, ja. Der Kühlschrank, der hatte mehrere da rumliegen. Ja, gar nicht wahr. Das war so geil, du hast sowas. Ich hab's aufgezeichnet, kann dir alles zeigen. Da ist gar nichts. Das ist ja schlecht zu sehen hier. Aber ich habe doch nichts doppelt gefahren. Das ist sowas. Das wundert mich, dass der BMW auf der Straße so mitkommt.
Der Eisehaufe, wo du da hast. Ohne Sprüche, das war jetzt echt richtig cool hier. Aber das Wetter wird schlechter. Dafür sind die Kurve besser. Ich muss erst mal Pause machen. Schöne Steinmauern. Wir sind jetzt schon längere Zeit in Galizien. Wir sind geschätzt 100 Kilometer von Santiago noch entfernt. Die Sonne, die blendet, ich sehe fast gar nichts mehr. Schöne Show. Eine Enttäuschung, bei dem waren wir auch immer früher. Da ist nichts mehr. Keine Übernachtung. Auch scheinbar ein anderer Chef. Und jetzt stehen wir hier zwischen der Gäule. Und es ist dunkel und wir haben noch kein Bett. Ganz toll haben wir das wieder hingekriegt. Guten Abend, würde ich sagen. Wir haben ungefähr 8:30 abends. Stockdunkel draußen. Der Tag war heute, wir haben heute aus dem einen Tag zwei Tage gemacht. Ich vergleiche das immer mit dem Enduro, wo ich früher unterwegs bin. Okay, wir sind jetzt 60 Kilometer vor Santiago, wo ich da übernachten wollte. Hab ich ja gerade gefilmt, da ist nichts mehr. Ist auch ein anderer Mann drin. Das hat also nicht hingehauen. Also sind wir nach Melide. Das ist ein größeres Ort hier. Und da ist ein Hotel. Und da hat jetzt der Gerhard ein Einzelzimmer und ich auch. Ich will es gerade mal zeigen. Ja, hier im Schrank. Sogar ein Fernseher, den ich nicht brauche. Oh. Toilette ist auch alles wunderbar. Duschen mit Badewanne. Also ein Traum. Und ein riesen Spiegel. Das bin ich. Guten Morgen. Also heute hatte man, wie gesagt, gar nicht den Gaul. Aber wir sind froh, dass wir jetzt noch einen Schlafplatz gekriegt haben. Und mal gucken. Das Hotel von außen tue ich dann morgen früh nochmal fotografieren. Da habe ich jetzt heute Abend keine Nerven mehr. Die Motorräder stehen direkt davor. Ich denke ja nicht, dass irgendwas passiert. Aber hier für 40 Euro, da kannst du nichts sagen. Das ist okay. Und Frühstück gibt es auch. Und Abendessen gibt es vielleicht auch heute Abend. Der andere hat Hunger. Der hat heute nicht viel gegessen. Ich habe eigentlich keinen Hunger. Wir trinken dann noch ein paar Bierchen und dann geht's hier in die Eier. Und dann morgen fahren wir erst nach Finisterra und dann nach Santiago, denke ich. Aber entscheide ich morgen. Ich habe jetzt momentan keinen Bock mehr. Ich ziehe jetzt erstmal die Schuhe aus und dann gehe ich mal runter. Mal gucken, was es gibt. 40 Euro. Das ist okay. Da kannst du nichts sagen. Guten Morgen, ich sitze im Frühstücksraum. Leute, ich sage euch eins, hier gibt es alles. Das ist wie im Paradies. Schinken. Ein Toaster. Eier. Hier, Müsli. Kuchen. Und alles mögliche. Kaffeemaschine. Das erste gescheite Frühstück, das ich hier kriege. Aber heute ist ein Regentag. Draußen regnet es. Das ist nicht so gut. Aber das Frühstück ist perfekt. Und nie so ein Frühstück gehabt letzte Woche. Freitagmorgen. Schmuddelwetter. Das ist das Hotel. Gut. Das ist es. Auf geht's. Mir lebe alles. Katastrophe. Ich hab's auf den Kopf gerechnet. Schon.
sind ungefähr so 30, 40 Kilometer von Santiago weg. Seht ihr. Was waren wir von der Sonne verwöhnt? Die ganze Zeit. Der Staub ist unten von der Hose. Gott sei Dank. Wie ist denn Compostela? Weißt du, wo wir sind? McDonald's. So haben wir uns der Einlauf nicht vorgestellt, aber ich zeige euch, was los ist. Wahnsinn. Da draußen steht es nur der. Es regnet in Strömen. Wir sind putschnass. Gott. Und jetzt musst du durch den Stadtverkehr. Dahin ist die Stadt. Das heißt, wir sind ja schon eigentlich. Wir folgen als den Leuten, weil die Pilgerer sind hier ohne Ende unterwegs. Na gut, jetzt sehen wir gerade mal keiner. Aber hier laufen Massen ein. Und wir haben uns das ein bisschen anders davor gestellt. Aber okay, es gibt McDonald's und es gibt jetzt einen Kaffee. Also Gerhard und ich, wir haben jetzt beschlossen, bei dem Dreckwetter das Compostela, die Kathedrale zu genießen, das ist kein Genuss. Wir machen jetzt Folgendes, ne? Wir fahren nach Finisterre, ans Ende der Welt. Ich guck gerade, ob wir da irgendwie Übernachtung kriegen. Weil auf Fährburger hat er auch nicht so einen Bock jetzt heute. Wir sind ja verwöhnt durch die letzte Nacht. Da gucken wir, dass wir dahin kommen und morgen soll auch das Wetter besser werden. Und dann nehmen wir morgen nochmal Santiago in Angriff. Der spanische McDonald's-Kaffee schmeckt auch nicht schlecht. Wenn du das jetzt hier festhaltest, nützt alles nichts. Jetzt sind wir Autobahn gefahren. Hinter haben wir Maut bezahlt, 4,20 Euro. Jeder. Weil das scheiß TomTom Lavi da, das geht mir auf den Sack. So, ich will aber für die Leute auch was sagen. Das TomTom Navi, das ist nur so schlau, wie der Bus bedient. Du hast mir doch auch schon versucht zu helfen. Ja. Es geht doch alles an und aus. Was ich da eingestellt habe, hat ja gestimmt. Ich weiß ja nicht, was du alles tragst. Ich habe gar nichts gemacht. Das geht einfach aus. Das ist wie beim Computer, da ist nur so schlau. Der geht einfach aus. Ich habe Strom, alles drauf. Es geht aus, dann geht es wieder an. Es geht mal auf der. Ja, ich mach aus. Heute sind wir sparsam im Mittagessen. Nee, ich hab vorher rausgezahlt. Restaurant. Speziell, wo haben wir denn? Platz 3. Gut. Ist halt heute so ein Katastrophentag. Also heute essen wir Fisch. Mit Kartoffeln. Der Reh hat auch aufgehört. Im Moment. So, jetzt sind wir am Hafen von Finisterre. So sieht das aus. Das ist das Lokal von der Christine. Mal gucken, was los ist. Okay, Lokal ist zu. Die Jakobsmuschel. Gut. Die Geschäftszeiten haben sich scheinbar geändert. Alles klar. Gerd hat davon angehalten. Ich gehe davon aus. Ja, sieht so aus, als wenn das Hotel war, wo man einchecken wollte. Wir gucken gerade mal, hier sind die Männer mit langen grauen Bärten.
Sieht interessant aus. Und das sind so zwei Pilgerinnen, die es nach Finisterre geschafft haben. Wir haben aktuell gefahren 1250 Kilometer. Gut. Der Gerhard hat eben gerade das Zimmer klar gemacht, sagt er gerade. Gut. Was wollte ich sagen? Ja, er hat jetzt keinen Bock mehr weiterzufahren. Ich eigentlich auch nicht mehr. Moje, nehme den letzten Abschnitt. Dann sind wir dann wirklich am Ende der Welt. Jetzt sind wir halt, wie gesagt, in Finisterre. Gut. Mach ich erstmal aus. Und dann belegen wir erstmal unser Zimmer. So, das sind die Highlights aus unserem Zimmer. Möwen. Möwen am Dach. Cool. Gucken wir mal hier aus. Die Blumen blühen noch. Das ist doch schon mal schön. Und die Abezinen hängen an den Bäumen. Ansonsten nochmal da hoch. Gut. So, das ist jetzt hier das Hotelzimmer. Da gibt es zwei Betten. Aha. Der Schild. Gut. Ich habe ja gehofft, dass ich hier einen Föhn vorfinde in der Dusche, im Badezimmer, damit ich meinen Schuh trocknen kann. Aber das ist jetzt nicht der Fall. Gerhard, was bezahlen wir hier fürs Zimmer? Mit Fernseh? Jeder 25. Jeder? Jeder 25. Das ist doch in Ordnung. Mit Frühstück? Das habe ich jetzt nicht gefragt. Ich glaube eher nicht. Gut. So. Raus. Die erste Bar in Finisterre. Das ist übrigens die Bar, wo oben drüber das Hotel ist, wo wir jetzt schlafen. Das ist unser erstes Jahr besser. Prost. Machen wir nochmal ein Bild von Bar. Hier gibt es alle möglichen Getränke. Und wir haben 17:30 abends. Gut. Es sieht mal so aus, als würde das Wetter schön werden. Guck mal da oben den Himmel. Ja, morgen soll es wieder ganz gut werden. Ja? Gut. Die Möwen fliegen auch tief. Cool. Ja, guck halt mal. Der hat den ganzen Tag nur Phrasengrub. So, sind wir mal weg. Näher dran. Ja. Schöne Schiffchen. Aber eigentlich, guck mal da hinten. Kleine Hügelchen. Kannst du nicht Berge sagen. Ach Gott. Ihr weißt, wenn das Wetter richtig schön wäre, wäre das auch richtig alles cool. Aber hier ist auch wieder so ein Restaurant. Es ist halt alles nass. Und? Da gehen wir nicht rein. Gehen wir nicht rein. Das billigste 47 Euro. Boss! Ja. Da? Ja. Katastrophe. Bruder Jakob, komm her, guck hier noch ein wenig. Das ist langweilig. Hier ist jetzt hier echt langweilig, aber hier, guck mal, ein schönes Boot. Ob er vielleicht auch mal eine Bootsfahrt machen kann? Ja. In dem Haus ist auch ausgeräumt hier, da ist auch nichts mehr. Hier steht einiges leer. Hier steht einiges leer. Überall verändert sich die Welt. Na gut, jetzt bei dem Wetter ist hier nichts los auf der Promenade, ist auch klar. Das ist doch mal schön. Kannst du was entziffern? Hm. 97. Bau 97. Ist da gebaut, das ist kein Alter. Meinst du? Ja, der soll nicht draufstehen. Gut. Noch einmal ein Bild von hier. Gut, das reicht jetzt alles so langsam, Albert, was ich hier mache. Gut. Wollte ja nichts mehr filmen. Aber wir machen jetzt hier den Stadtrundgang. Jetzt sitzen wir halt in so einem Lokal. Aber was cool ist, wir haben jetzt zwei Bierchen bestellt. Und da gibt es immer was zu knabbern dazu. Das ist
Das ist so in Spanien, nicht überall, aber oft. Und hier ist es auch noch so, und da kriegst du auch noch mal ein Stadtbild. Die haben mir gesagt, das wäre nur für mich. Was? Die haben mir gesagt, das wäre nur für mich. Du bist ein Lügebeutel. Ja. Doch. Ich hab mir in die Augen geguckt und gesagt, das ist für dich. Ich habe hier gesessen und habe den Platz freigehalten. Das wäre auch für mich. Ne? Das kriegt der nicht allein. Kannst du nach Hause gehen. Gerhard. Jedes Mal, wenn man eigentlich hier raus wolle, fängt es wieder an zu schütten. Hier ist so laut. Die Nüsse! Die schwätze allzu laut. Wir gehen hier nochmal so ganz hoch. Komm her, sitzen. Aber was ich jetzt sagen wollte, der Gerhard will gerade Nüsse bestellen. Weil du hier aus, ne? Ja, das sind die anderen, wo hier so laut sind. Ich babbel doch nicht, nein. Siehst du, was es hier für ein Spektakel ist? Gut. Hör mal zu, ich wollte jetzt eigentlich nur was sagen. Mir ist aufgefallen, die Leute laufen hier alle nicht so schnell wie bei uns daheim. Die laufen vorne weg. Wenn ich das so sehe, ein Drittel langsamer als wie bei uns in Deutschland. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Was? Entweder die haben es nicht so eilig oder der Weg ist nicht so weit. Also ich habe eher den Eindruck, die haben es hier nicht so eilig. Die sind alle viel entspannter. Ich tue das schon die ganze Zeit beobachten. Ich habe das Gefühl, wir in unserem deutschen Land, wir sind so aufgeregt. Und wir kommen auch hier nicht raus, weil es tut da draußen so richtig viel regnen. Die Bedienung, die hat große Schritte. Ja gut, die muss halt. Warte mal. Warte. Ja, die läuft. Ja gut, ich weiß ja nicht, was sie für Stundenlohn hat. Komm, dumm Geschwätz jetzt. Auf jeden Fall, hier ist noch alles viel entspannter als wie bei uns. Morgen früh wird's schön. Wollen wir es hoffen. Wir haben jetzt gefahren, glaube ich, 1250 Kilometer. Haben wir gefahren. Ich hab doch den Tower auch vorgestellt. Wir sind insgesamt, wir haben ja den Jakobsweg nicht original gefahren. Wir sind ja hier und da durch und her. Wir sind ungefähr 1250 Kilometer gefahren. Bis jetzt. Ich habe ungefähr so 650 Euro ausgegeben. Gut, ich bin ja noch Geld schuldig vom Diesel da auf der Autobahn. Ist ja egal. Ja, ist ja auch egal. Mir ist das jetzt egal, was das kostet. Bis jetzt hat es gefallen. Ich muss halt immer mal auf der Stelle und warten. Das ist nicht so meins. Du bist doch ein Bubblekopf. Jetzt guckt euch den Schausteller an hier. Hier, der mit seiner 1250er BMW GS. Du bist doch nur schnell auf den normale Strösserräder. Sonst kackst du doch ab. Jedes Mal, guck mal, wenn die Leute das alles angucken in dem Film, ich hab dich zweimal gerettet. Ja. Da hast du nämlich auf den Ausgleich. Einmal habe ich gedacht, du hättest dich sogar überschlagen. Du hast mich gerettet, du hast mich erstmal mal reingelockt. Nie reingefahren werden. Ne? Mit dem Fahrrad vielleicht, aber nicht mit so einem schweren Motor. Ich bin jedenfalls mit meiner DR Pick perfekt durchgekommen. Ich habe immer angehalten, wenn es schwierig wurde, und habe dann auf dich gewartet, beziehungsweise habe ich mehrmals gerettet. Ich habe in meinem Leben noch nie Gelände gefunden. Du hast doch eine GS, die kann doch das von Natur aus angeblich. Du hast doch auch alle Hilfsmittel in dem Motorrad drin. Als wir das so. Ich bin jetzt am Babel, ist klar. Als Auge das so sieht, als so war, ich bin da mit meiner DR800 einfach so souverän da durchgeeiert. Denke ich, okay, das könnte doch schwierig werden mit seinem Hightech-Gerät. Und habe ich dann angehalten und da habe ich es noch gesehen. Ich habe es aber, glaube ich, nicht jedes Mal gefilmt. Plups, lachst du wieder. Einmal habe ich sogar gedacht, sie hätte sich überschlagen. Da war ich aber schon zu weit weg, hat alles schon ausgesehen.
Da waren ja so viele GS unterwegs. Ob ich das jetzt war, das ist überhaupt nicht nachweisbar, das ist überhaupt nicht. Wir sind auf dem heiligen Weg, du sollst nicht anfangen und sollst hier gestorben sein. Also ich bin zweimal umgefahren. Ja. Und das war eigentlich. Da gibt's keine Ausrede. Das war doch halt auch nicht. Gut, mein Moped liegt halt 100 Kilometer mit 1 und ich bin umgefahren. Dein BMW, die ist nur gut auf den breiten, super Schotterwege. Und dann machst du auch noch einen Staub wie die Sau. Weißt du, mein Motorrad staubt noch nicht einmal, weil da waren ja auch Menschen unterwegs. Gut, da waren wir ja schon rücksichtsvoll. Wir sind immer auf Standgeschwindigkeit gegangen. Aber so ein Ding wie du hast, wollte ich nicht haben. Gestern Abend habe ich nur vom Gas zurückgehen, sonst hätte ich irgendwie nicht reingekommen. Ist das schon wieder verloren? Hier, das ist ein Lügenbeutel. Der kam gar nicht nach. Ich muss ab und zu mal. Nein, das ist nicht gelogen. Das waren so kleine, das war jetzt eine Straße. Es war eine kleine Passstraße. Und du mit deinem Eisenhaufen, ich meine, du kannst schon gut fahren, da will ich ja nichts sagen. Aber ich musste dann immer mal ein bisschen reduzieren, weil er nämlich mit seinem Esel da nicht nachkam. Ich hab immer wieder nachgegeben, damit du mich auch siehst, damit wir Blickkontakt haben. Weil ich nämlich sozial bin. Wenn ich richtig Gas gegeben hätte, dann wärst du hier nicht in dem nassen Finisterra. Du wärst nämlich noch gar nicht da. Nicht übertreiben. Gut, das übertreibe ich, wie er sagt. Aber ehrlich gesagt, übertreibe durch nicht, das ist die Wahrheit. Aus. Am Endpunkt. So. Da machen wir erstmal eine kleine Wanderung. Die Bikes haben es geschafft. Stein, wo null draufsteht. 0 Kilometer. Gerhard, ist das ein erhabenes Gefühl? Ja. Ja. Du gehörst zu den Auserwählten. Ja. Der Jakobsweg bezwungen. Hier haben wir es noch einmal. Kilometer null. Ein Wahnsinn. Ja. So, jetzt nehmen wir noch Santiago de Compostela und dann haben wir die Jakobsreise. Bis zum Endpunkt waren wir ja schon, dann haben wir sie dann geschafft. Okay, das nehmen wir heute noch mit. Und mal sehen, ob wir die Compostela kriegen. Das ist ja noch nicht ganz sicher. Gucken wir mal. So, wir sitzen wieder in so einem spanischen Lokal. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Santiago, es geht immer noch Richtung Santiago. Die Wedin sieht gut aus. Der Kaffee ist hier auch gut. Hier gibt es zwar einen normalen Kaffee in der Kaffeetasse. Und das sind so die Geschenke. Wir haben heute noch ein Problem. Mein TomTom-Gerät hat es abgekackt, glaube ich. Es geht immer hoch und runter und raus. Und ich hab's noch nicht lang. Ich denke, das ist ja noch Garantie. Das ist eben ein neues Krieg auf Garantie. Das Ding geht mir echt auf den Keks. Ich sehe nichts von Sonnenschein. Mucho frio. Gut. Weiter geht's. Im Hintergrund die erste Palme, die wir aufnehmen. Toll. So, wir sind jetzt kurz vor dem Ziel. Dahinter muss die Kathedrale sein. Santiago. So. Den König nehme ich als erstes auf.
Wo steht er da? Aha. Ein riesen Getümmel hier. Ich weiß gar nicht, wo es lang geht. Ja, wir gehen mal hier durch. Jede Menge Restaurants. Das ist ja auch lustig. Langsam kommen sie. Das ist die Kathedrale. Gerhard, jetzt sind wir da beim ersten Getränk in der Stadt. Nur noch die Erleuchtung. Die Erleuchtung fehlt noch. Die werden wir aber noch kriegen. Die müssen dann in den Dom rein. Gut. Aber wir haben schon ganz schön was geleistet. Ne? Und es war teilweise auch richtig hart. Wenn ich an gestern denke, der Rehe. Katastrophe. Aber wir sind jedenfalls in Santiago de Compostela. Unsere Motorräder einwandfrei durchgehalten. Die BMW hat hier und da mal einen technischen Ausfall gehabt, aber das hat sich dann auch wieder ergeben. Weil das ist einfach so passiert, ne, dass es wieder ging da mit einem Tempomat. Es passieren Wunder. Auf dem Weg sind mir auch schon sehr viele Wunder begegnet. Gut. Musikanten. Mal sehen, ob wir die noch irgendwo hören. Die Trommel hat er im Anschlag. Sieht schon mal gut aus. Aussehen tut sie schon mal gut. Mehr Souvenir-Lädchen. Das ist schon schön. Und die Frau lacht. Hier gibt es die Wanderstöcke. Nimm. Das ist ja auch schön, ne? Hier gibt es Fotografien. Klasse. Das für ein Handwerker. Da unten geht's rein. In die Kirche. Hier sind wir schon mit der Enduros runtergefahren. Bleiben wir dann da oben stehen erstmal. Bleiben wir stehen. Ja. Wie es aussieht, gibt es da den Endstempel. Oh, auch sehr schön. Aber wir müssen es jetzt immer anstellen. Die sind jetzt alle vor uns. 50 Leute. Katastrophe. Wir haben die Compostela Einstecke. Es ist ein ganz schöner Marsch gewesen. Jetzt ist hier der Eingang in die Kathedrale. Und da stehen wir wieder an. Die Lichterie gibt es da vorne, glaube ich. Ne, hier gibt es kein Bratwurst. Gut, wir sind erst am Anfang. Cool. So, der Gerhard hat er versprochen, dass er hier mehrere Kerzen ansteckt. Der Stoller. Gut. Gut, da ist ein Gitter davor, sieht man schlecht. Okay. Weiter geht's. Gerhard, soll das alles Gold sein? Ja, denk schon.
Blattgold. Ist das auch wertvoll? Wenn du Steck genug hast. Okay. Kann das gut. Ich glaube, da geht's zum Grab des Jakobus. Da ist er gleich. Überall durchgeschleust werden. Das ist ja Katastrophe. Ich weiß nicht, was wir verkehrt gemacht haben. Wir waren jetzt da in dem Dom drin. Ja, haben ewig angestanden, haben geschwitzt. Moment, jetzt kommt die Bedienung. Müssen wir erstmal was bestellen? Das haben wir erstmal was zu trinken bestellt. Ich bin dreitschnass geschwitzt. Jetzt waren wir da drin. Fotos durften wir nicht machen. Ich weiß auch nicht, das war auch so ein Nebeneingang. Der heilige Jakob da, den habe ich noch so fotografiert. War allerdings auch verboten. Aber in dem Hauptgang, wo ich den ganzen Altar schön sehe, da sind wir gar nicht hingekommen. Das ging dann nur ein paar Ecke, war immer so Band, wo du langlaufen musst. Und auf einmal waren wir draußen. Ich nehme jetzt auch keinen neuen Anlauf mehr, weil das ist so blöd. Ja, die sieht auch gut aus. Ja, sieht gut aus. Ja. Ich mache jetzt noch einmal an. Weil da Kirchenmusik war auch nicht drin. Weil ich kenne das noch. Da hat so eine Nonne gesungen. Das war einfach ein Traum. Richtig schön. Und jetzt hier gar nichts. Und da auch nicht einmal der Haupteingang. Der war auch zu. Es ist Katastrophe. Auch unterwegs da die Kirche, abgeschlossen. Weißt du, ich bezahle immer noch Kirchensteuern, alles. Ich bin echt stinksauer. Ich trete aus der Kirche aus. Das sage ich hier ganz öffentlich. Das mache ich. Weil das ist doch alles nur noch nepp hier. Unterwegs die Kirche zugeschlossen. Jetzt hier. Echt. Das geht mir echt auf den Senkel, das sage ich euch. Ich überlege mir das jetzt alles nochmal in Ruhe. Katastrophe. So, wir haben jetzt die Compostela. Gerhard Töpfer und ich. Die Heiligsprechung, die haben wir wesentlich erreicht. Gut. Ich wollte es nur noch mal fotografiert haben, weil wir sind ja immer noch hier rum. Himmel ist blau. Das Wetter meint es wieder gut mit uns. Alles klar. So, hier haben wir wieder Musikant. Habe ich wieder was entdeckt. Pultaco. Ach, das wäre wohl die Grüne. Ah, Montesa. Derby. Wahnsinn. Buch. Klasse. Klasse. Ach, hier ist noch richtig. Nie gesehen. Scheinbar eine Montesa. Eine Derby. Guckt euch das Ding an. 50 Kubikzentimeter. Einfach ein Traum hier.
Das ist ja traumhaft. Ich weiß gar nicht, in welchem Nest wir hier sind. Wahnsinn. Cool. Sehen, ob es jetzt klappt. Sie hat ja schon dreimal abgewürgt. Cool. Na? Sie kommt sofort. Sie würchten alles ab. Jetzt steigt sie aus. Abgeschnallt. Fahrerwechsel. Cool. Neuer Versuch. Yeah! Yes! Geil! Bravo! Sie hat's gepackt. Wir sind zwar heute sehr schöne Strecke gefahren vom Bergab Santiago. Viele Kurven, seht ihr ja. Aber unterm Strich, der Kali Modo, wo der geführt hat, alles so, ne? Außerdem, jetzt haben wir gerade Schild gesehen, wir sind gar nicht weit weg von Santiago. So um 40 Kilometer. 40 Kilometer, um es genau zu sagen. Also, sind jetzt wieder zurückgefahren. Ja. Aber wir haben ein schönes Hotelzimmer. Es kostet 48 Euro. Und wir haben auch eine Garage. Das erste Mal, dass unsere Motorräder in der Garage stehen. Jetzt wollen wir mal aus dem Fenster gucken. Aha. Aha. Gut, ihr wisst Bescheid, ne? Das ist das Hotel. Und da vorne ist übrigens auch eine Herberge, aber da war auch zu. Aber wir haben es ja geschafft. Wir haben jetzt ein Zimmer. Eine Dusche. Und einen Spiegel an der Wand und einen Fernseher. Perfekt. Hier ist recht schön. Und das ist jetzt Nummer 2, Sandwich. Schmeckt dir das Sandwich? Ja. Das geht nicht. Und ich habe einen Hamburger. So sieht also der Hamburger hier in Spanien aus. 1, 2, 3 Stufe. Und die Chefin, die bringt uns jetzt hier nochmal Cerveza. Gracias. Du bist da drin. Die sind hier echt ganz nett. Die sind hier wirklich alle nett. Cool. Vom ersten Meter heute Regen. Regen, Regen, Regen. Es ist wirklich keine Minute, dass so geregnet hat. So, hier. Wir stehen an der Tankstelle. Es ist wunderbar. Der Anna zieht jetzt, glaube ich, gerade die Strumpfhose an. Er friert. So. Es ist wieder Land in Sicht. Wir sind jetzt ca. 40 Kilometer vor Burgos. Und jetzt versuchen wir wieder zu machen. Gut. Und der Regen hat auch aufgehört. Wir haben ihn bezwungen. Ja. Ritterrüstung. Im Feinsten. Ich bin da. Ja, genau. Das ist uns zu teuer. Zwar unwichtig erscheinen, aber hier kriegen wir was zu essen. Sind ein paar Kilometer weitergefahren. Temperaturen sind auch wieder im vorneweg über 20 Grad plus Bereich. Ich denke, dass ich meine Regenjacke noch ausziehen kann. Jetzt gehen wir aber erstmal rein. Gucken wir mal. Sonntag. So, wir bestellen jetzt Essen bei der lieben, jungen, schönen, hübschen Dame. Salada mit Pasta, okay. Du darfst fotografieren, das ist der erste geile Salatteller, den ich auf den ganzen Jakobsweg bis jetzt gekriegt habe. Ich habe keine Zeit. Guten Appetit. Ich glaube, die Kamera ist undeutlich, weil die ist nass. Wir sitzen jetzt wieder in Burgos. Wir sind halt über 400 Kilometer gefahren, im Regen meistens. Und hier steht eine schöne Moto Guzzi vor mir. Die will ich zeigen. So, Moto Guzzi. Guck dir mal. Ein Traum. Ein Traum. Ein Zweitakter. Wie viel Kubik die hat, weiß ich jetzt nicht. Ich gehe mal davon aus, so 98 oder 100 Kubik. Das ist eine schöne Gabel.
Hier oben ist die Feder und das Lämpchen. Das ist doch ein Traum. Hier ist der Lichtschalter. Die ist richtig top. Und die Hebelchen hier, guck mal, wie spitz die hier am Ende sind. Das war früher so, ich weiß nicht. Nur mal so. Und hier. Hier rechts. Handschaltung. Handschaltung. Da unten ist der Kupplungshebel, sieht man, den bewege ich gerade mal. Und sie hat einen Kickstarter und Fußraste. Wir kennen ja noch die 98, dass die auch Pedale hatte, aber die hat Fußraste. Und guck mal hier, was für eine Federung. Ah, quasi, das ist quasi ein Candy Lever Fahrwerk. Und der Auspuff. Klasse. Einfach geil. Steht echt top da. Hier steht echt top da. Hier oben der kleine Gepäckträger. Hey, die Lichtschalter hier, gell? Ist ja nicht viel Schickimicki. Klasse. Und der Vergaser hier vorne, gut, der geht vorne raus. Weil in der Sachse ging er immer raus. Bei der Moto Guzzi geht er hier vorne raus. Da kriegt er auch richtig viel Luft. Da kriegt er richtig viel Ansaugluft. Und die Luftpumpe hängt auch noch dran. Ein Traum. Ist ja hier eine geile Kneipe. Hier ist doch ein Solex. Ein Solex. Der Motor sitzt hier vorne dran. Hier ist der Hebel. Und da wird das hier durchs Vorderrad angetrieben. Mit Lampe vorne drin. Klasse. Und auch top restauriert. Einmal frei. Das Triebwerk. Der Wahnsinn. Einfach klasse. Und hier, die Leute, die haben hier echt Ahnung. Die blicken hier voll durch. Singen. Singen. Moment. Okay. Jetzt ist immer noch ein Bobos. Der Gerhard holt jetzt noch einmal ein Silvester. Er hat gesagt, wir trinken jetzt so 2-3 Bier und dann legen wir uns in die Haier und morgen früh sind wir bei Zeit unterwegs. Da ist er. Es ist halb 10. Halb 10. Wir haben jetzt 9:30 abends. Ich will ins Bett. An dem hängt's. An mir nicht. Oh, was denn jetzt? Ja, war wenn aber die Flohbedienung da, wenn mit einer Käse. Ja, die hat aber Action hier. Ich will ja mit der Käse und nicht irgendwie was weiß ich was. Ich will ja nur mit der Top-Zeug-Bubble. Hat halt keine Zeit. Da muss man neu beißen. Das bringst du auch alles weg. Weiß doch auch nicht. Abbruch, hat alles gesehen. 106. Klappt das? Es klappt. Unser Zimmer. So, jetzt mach ich aus. Das reicht jetzt auch. Jetzt ist Privatsphäre.
Privatsphäre, du hast dein Bett, ich an mein Bett, Arsch gelenkt. Gut. Aus. Das sagst halt noch mal. Ich sag nicht mehr, er regt sich auf, weil die Leute sitzen hier immer rum. Ne, der ganze Tag. Auf der Straße ist nichts los. Ob die überhaupt was schaffen hier? Die schaffen nicht. Die schaffen nichts. Die setzen den ganzen Tag rum, trinken Kaffee, Silvester und sonst machen sie nichts. Ja, da draußen siehst du keinen Mensch, du hast recht. Ja. Da kommen sie nicht schnell genug ans Bier, ne? Und denke mal an gestern, dann sind sie noch da und singen. Das war mal lustig. Die habe ich ja voll drauf, ne? Ihre Blondora. Ja, das war schön. So, wir haben auch jetzt heute wieder Top-Wetter, ne? Wir sehen's. Die Sonne lugt da oben so besser raus. Aber wir sind auch bald am Ziel. Bald. Zielpunkt. 2251 Kilometer sind wir gefahren. Nee, mehr nicht. Defekte null. Einwandfrei. Ein Blick. Wo ist da das verlassene Dorf? Schön ist es. So, dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, dass ich dahinter die ganze Zeit ein Bild drauf habe. Das hatte eigentlich immer einen Sinn. Der Sinn war, dass ich damit meinen Kaffee koche. Ich habe aber den Kaffee im Bus gelassen. Ist nicht einmal benutzt worden. So, jetzt packen wir ein, dann fahren wir heim. Bis dann.